Danke vielmals. Dankeschön. Tun wir es noch runter, weil... So. Achso, bevor ich vergesse, ist heute zufällig jemand, wer aus der SM-Szene da? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen indiskret, gleich am Anfang. Also Sie müssen jetzt auch nicht die Hand heben, wenn es Ihnen irgendwie peinlich ist, gell? Sie können auch den Ball aus dem Mund geben und hier schreien. Niemand. Okay, nein, ich habe mir noch gedacht, vielleicht das wäre... Hat sich das 50 Shades of Grey nicht so durchgesetzt, gell, wie man glaubt hat? Gell? Am Anfang können Sie sich nur erinnern, wie das Buch rausgekommen ist, 50 Shades of Grey. Ich glaube, es war 2011 oder so. Es war ein Wahnsinn. Das war ein kompletter Hype, was da ausgelöst wurde. Da ist um nichts anderes mehr gegangen, außer um SM. Das ganze Land, das war im kollektiven SM-Fieber. Das war, da hast du über nichts anderes mehr geredet. Wenn du beim Hornbach gekauft hast, da ein Obstschleppchen und ein Gafferbandel, haben sie da zuzwinkert an der Kasse. Nicht? Also das war flächendeckende Euphorie. Man konnte das Buch nicht einmal zu Hause offen liegen lassen. Wenn die kleinen Kinder ein bisschen geschmökert haben drin, da war es vorbei mit der elterlichen Autorität. Du hast nichts mehr sagen brauchen. Hey, Freunde, Messer, Gabel, Schere und Licht sind für kleine Kinder nicht. Handschellen, Peitsche und ein Seil findet aber der Papa geil. Da haben sie gesagt, ja, ja. Na, die Wirtschaft hat natürlich sofort reagiert auf den Trend. Da schau her, das Volk steht auf Schmerzen. Ne? Der Liter Diesel hat, glaube ich, gleich 1,90 wieder gekostet. Ne? Und auch die Unterhaltungsbranche ist nicht drum umhergekommen, da auf diesen Trend aufzuspringen. Ja, die Entertainmentbranche ist klar aufgesprungen, da hat einen eigenen SM-Zirkus gegeben. Ich weiß nicht, ob es das sechs war, plakatiert. Ein riesen SM-Zirkus, da ist gleich ein Plakat umgestanden. Sadisten, Tiere, Erektionen. Weil ein Riesenplakat, ne, und da geht es natürlich auch ein bisschen anders zu im SM-Zirkus. Gell? Das dürfen Sie jetzt nicht verwechseln mit dem Roncalli oder mit dem Cirque du Soleil. Also da ist das Programm schon sehr zielgruppengerecht adaptiert, nicht? Also da haben es dann zum Beispiel so, da haben die Einräder keinen Sattel mehr, nicht im SM-Zirkus und die... Ja, da springen auch so dressierte Fützleis durch Penisringe, nicht? Das ist dann schon sehr... Ich meine, ich war selber nicht dort, muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe mir das erzählen lassen, ein lieber Freund von mir hat das besucht, diese Vorstellung des SM-Zirkus, der ist überhaupt ein bisschen reingekippt in das ganze Thema, der ist sogar Obmann von einem SM-Verein. Der heißt Happy Hour, der Club. Und da ist er Obmann, nicht? Hat jetzt auch geheiratet im letzten Monat, oder geheiratet, war man eingeladen, seine Langzeit gepeitscht, oder in dem Fall, oder geehrlicht. Das war eine schöne Hochzeit, war sehr feierlich, auch dem Motto ein bisschen verpflichtet, nicht? Eher in Ledersinn, Latex, das war ganz nett, hat man gar nicht gewusst, ist das nicht, weil es so einen Haum aufgehabt hat, nicht? Hat dann, der Pfarrer dann bei der Zeremonie sogar ein bisschen den Zip öffnen müssen, weil man nicht, der hat irgendwas reingenuschelt in den Gummifetzen, man hat gar nicht gehört. Sagt ja, sagt es nein, will's nicht. Das war fein. Und der Junggesellenabschied, das hat er auch, Folterabend hat er das genannt. Ja, man muss es wollen, wie gesagt, das ist jedem Tierchen sein Pläsierchen, wenn man das gerne hat, warum auch nicht. Meins ist es nicht. Also ganz ehrlich, hat mich nie so ereilt, dieser Trend, ich bin da nicht so aufgesprungen. Das möchte nicht sagen brüde, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen verklemmt, vielleicht bin ich da zu normal. Wobei, warum eigentlich? Also das... Ich bin eigentlich gar nicht verklemmt, ich bin sehr aufgeschlossen sogar. Ja, bin für jeden Plätzchen zu haben, was das angeht. Also meine Frau hat jetzt einmal zu mir gesagt, machen wir mal Doktorspiele. Dann habe ich gesagt, passt, machen wir Doktorspiele. Habe ich es gleich mal vor dem Schlafzimmer 1,5 Stunden warten lassen. Ja. Nein, aber... Hör mal auf mit diesen grauslichen Witzchen da, mit diesen schlüpfrigen Späßen. Na, freue mich sehr, dass Sie heute die Besuchszeit in der JVA Steigendeschgasse in Anspruch nehmen, dass Sie da reinkommen in den Arrestbesuchsraum, keine Berührungsängste haben und so. Gut, ich meine, so unschuldig sind Sie wahrscheinlich eh selber auch nicht, sonst waren Sie nicht da. Sitzen wir ja alle im gleichen Boot, oder? Sicher. Gut, wer hat am Sonntag noch nie eine Zeitung geflattert? Hand hoch. 1, 2, 3... Naja, 3 von 3,20 ist ein guter Schnitt. Ne? Das, nein, Sie haben ja komplett recht. Machen Sie es, dafür hängen Sie es ja hin, nicht die Mediaprint. Also das ist... Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde, 4-mal im Monat sollte man seine kriminelle Ader auch ein bisschen ausleben dürfen. Ja. Gibt es ja verschiedene Arten von Diebstählen. Da gibt es ja zum Beispiel die Gruppe der Pantomimen. Kennen Sie die Pantomimen? Die Zeitungsflatteranten, kennen Sie die? Das sind die Gänger, die schauen, ob eh wer schaut. Ja. Und dann, ich meine, schauspielerisch einwandfrei. Also das ist wirklich... Da tun sie dann so Zöhn in der lahen Hand, ja. Und wenn wer schaut, dann klopfen sie auf das gelbe Kastl drauf und funktioniert tadellos. Ich mag es auch immer so. Das ist wirklich, das ist...
Ernst, manche Besucherinnen sind ja total lieb, die bringen mir oft so Kugelhüpfe und Pfeilen mit, ja, in den so in einen Kuchen eingebacken, so retro-schick, das finde ich ganz putzig. Ja, eine Frau hat mir mal mitgebracht, das war ein Rehrücken, da hat es ein Black- und Decker-Flex reingebacken. Wirklich, das hat ausgeschaut wie ein Duplo auf Anabolika. Apropos Anabolika, wenn Sie irgendwas brauchen, geben Sie mir ein Zeichen, gell? Wenn Sie irgendwie, ein bisschen was kann ich schon aufstehen. Ich muss ein bisschen leiser reden wegen einem Aufseher, aber wenn Sie irgendwie ein bisschen Bedarf haben, Anabolika oder ein bisschen was zum Rauchen für die Pause oder wenn Sie ein Marschierpulver fürs Wochenende brauchen, da geht was, ne? Das. Mobiltelefone nicht, das kann ich nicht checken. Smartphones, da brauchen Sie mich nicht fragen. Das macht bei uns im Vollzug der Geschwinde. Der ist für die Mobiltelefone. Der ist ein bisschen länger da, der hat auch Zugänge, der Geschwinde. Der ist ganz nett, der ist, also nett im Rahmen seiner Möglichkeiten. Nicht, der ist nicht umsonst, aber der Geschwinde, der checkt, ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt, der Geschwinde. Er hat gesagt, Namen sind was für Grabsteine. Da fragst du dann auch nicht mehr nach, nicht? Also das ist irgendwie, ja, ist ein lieber Kerl. Also man muss halt schon aufpassen, was man sagt zu ihm. Der kocht damit ganz wenig Wasser, wenn du dem blöd kommst, nicht? Aber ja, wie man mein Telefon besorgt hat, habe ich gleich ein bisschen blöd geredet, habe ich gleich aufbegehrt, sage ich, entschuldigen Sie, das ist ein iPhone 5. Ich habe gesagt, ein iPhone 8. Was? Pass einmal auf, Märchenprinz. Du nimmst das Telefon, was ich dir gegeben habe, oder du telefonierst ab sofort mit 0,10 in alle Netze. Ja. Nein, aber sonst sehr gute Leute herinnen, muss man wirklich sagen. Sehr liebe Leute. Also das, man war früher immer ein bisschen stigmatisiert als Häftling, aber mittlerweile ist das fast schon, ne, das sind sehr gut, wir sind in guter Gesellschaft. Der Helmut war auch da zum Beispiel, ne? Der Hömerl, der ist schon wieder entlassen worden, der ist leider erkrankt, den haben sie schon heimgeschickt, der Helmut. Ne? Der war ja früher, hat er mir erzählt, wie er noch in Amt und Würden war, wie der noch in der Wirtschaft tätig war. Der war ein richtig hohes Viech, der war ganz oben im Vorstand bei der Schneekettenfirma. Bei der BEWAG hat der gearbeitet, der war ganz oben, wirklich, bei der BUWOG war es nicht, das ist der andere, der ist noch nicht da. Das, Sie wissen, wen ich meine, nicht? Zu schön, zu gut ausgebildet, aus zu gutem Haus. Nicht? Die bekommen sehr viel Post zur Zeit. Der Einkaufssackerl-Scherper von der Kristalldomina. Nicht? Kommt noch. Ja. Ja, wird sehr spannend. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Also ich glaube, dass der die Höchststrafe kriegt. Der kriegt sicher 14 Tage unbedingt ohne Föhn. Ja. Der kriegt wahrscheinlich kein Fußfessel, der kriegt ein elektrisches Haarbandel. Aber man muss man schauen. Ne? Nein, sehr gute Leute erinnern. Wirklich, gute Leute. Ich habe jetzt neulich beim Hofrundgang habe ich zwei Insassen belauscht. Nicht? Und warum sind Sie hier? Hyperbank, Überfall. Und Sie? Hyperbank-Vorstandsdirektor. Ja, wie Sie, diese Dichte an Verurteilungen von Prominenten hat ja dem Wort Haft auch ein bisschen den Schrecken genommen. Finden Sie nicht? Das ist ja vorstellbar. Man, früher war man doch völlig irritiert. Was? Der geht ins Gefängnis. Mittlerweile, man blättert weiter. Nicht? Das ist irgendwie, das gehört ja fast schon dazu. Das ist ja, und ich fürchte, das wird auch ein bisschen ein Trend. Das wird ein bisschen schick. Das wird ein Must-Have, ja, wie man so sagt, bei so Modetrends. Das ist eine Vorstrafe. Sie werden eine Vorstrafe brauchen. Das wird kein Nice-to-have. Das wird ein Need-to-have. Ja. Da wird Ihnen kein Headhunter mehr kontaktieren, wenn Sie keine Vorstrafe haben. Wird Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt bedeuten, wenn Sie mit einem einwandfreien Leumund Arbeitslose ohne Ende. Wirklich, da sitzen Sie dann beim Vorstellungsgespräch. Na, Herrn, sagen Sie einmal, na, was wollen Sie von mir? Was, Sie haben ja nicht einmal eine Vorstrafe. Na, was soll ich mit Ihnen? Sie sind ja, was, fahren Sie wenigstens einen Diesel? Nein? So weit kommt es noch. Das werden wir noch erleben. Ja? Und ich meine, bei den Größen aus der Wirtschaft denkt man sich, naja, Herrn was, nicht, hat er halt ein bisschen steuerschonend veranlagt, nicht, ein bisschen da, ein bisschen dort, ein bisschen, na was, muss auch schauen, wo er bleibt. Nicht, und bei den Politikern ist es ja part of the game, nicht, aber bei den Sportlern, pff, da habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, haben Sie es gelesen vom Ronaldo? Der hat 18 Millionen Strafe gekriegt, Ronaldo wegen Steuerhinterziehung, 18 Millionen, überlegen Sie mal, wie lange Sie arbeiten müssen, bis Sie 18 Millionen auf der Seite haben. Ich meine, gut, der zahlt es aus der Portokasse, nicht? Aber trotzdem, 18 Millionen ist ein hübsches Sümmchen. Da muss eine alte Frau lang dafür stricken. Nicht? Andererseits hat es Gicken gelernt, die Oma. Nicht? Also was, ja. Und ich glaube auch, wenn die Fußballer mal eingesperrt
da bekommt der Begriff hautnahe Manndeckung gleich eine ganz neue Bedeutung. Ja, das wird, und ich bin ja sehr, mir hat das wirklich ein bisschen in den Grundfesten erschüttert, muss ich sagen, weil ich bin ein sehr fußballaffiner Mensch. Ich liebe ja Fußball, das ist eine meiner Lieblingssportarten und ich schaue mir das wahnsinnig gerne an. Am liebsten schaue ich mir Länderspiele an. Länderspiele, die haben so was Archaisches, finde ich. Weißt, das hat so ein Länderspiel-Traum. Das ärgste Länderspiel, das ich seit langem gesehen habe, das war Holland gegen Deutschland. Dieses 3 zu, boah, das war Tisches gegangen, Patsch, Putsch, 3, was? Super, und dann nachher diese Erklärungsnot vom Bundestrainer. Ja, ich denke, wir haben natürlich schon auch immer wieder gesehen, dass wir, sagen wir mal, auch als Weltmeister, muss man sagen, dass wir, also klar, das Spiel ist natürlich aus unserer Sicht schon auch ein Stück weit in die Hose gegangen. Wie er das gesagt hat, ist mir gleich seine rechte Hand eingefallen. Ne? Gut, wobei, er ist Bundestrainer, das muss er auch machen. Nicht? Also ich glaube, der hat im Mittelfeld ein bisschen die Bälle sortiert. Ja, das hast du nur beim Länderspiel. Das ist, was auch ein tolles Länderspiel war, war zum Beispiel Elfenbeinküste gegen die Schweiz. Haben Sie es zufällig gesehen? Elfenbeinküste gegen die Schweiz. Auf der einen Seite, wissen Sie, diese wütenden Exoten und diese obortigen Rituale. Und auf der anderen Seite die Elfenbeinküste. Also, ist schon geil. Und Holland-Kolumbien, das kürzeste Länderspiel aller Zeiten. Holland gegen Kolumbien, es hat 8 Minuten gedauert, dann haben sie es abpfiffen. Wirklich, die Holländer haben das groß weggeracht, die Kolumbianer, die Adlinien aufgeschnupft. Ja, da war es aus. Und ab und wann, ja, wenn es meine Zeit erlaubt, beziehungsweise mein Kontostand, da bin ich hier und da bin ich sogar eingeladen von meiner Hausbank, ja, deren Namen ich da jetzt nicht strapazieren möchte, das ist peinlich, da jetzt im ORF Schleichwerbung machen. Aber diese Raiffeisen Länderspiel, muss ich sagen, da kriege ich oft so VIP-Karten. Nicht? Das ist super. Und diese VIP-Karten waren schon mal im VIP-Club vom Ernst-Happel-Stadion. Also Weltklasse. Das ist also ein Traum. Wirklich Frankfurter, Senfgren, Cola. Also was das Herz begehrt, da lassen sie sich nichts angehen. Da schöpft man aus dem Vollen. Und Sie wissen, bei diesen Länderspielen im VIP-Club, da sitzen alle. Also jeder, der in Österreich irgendwo was zum Sagen hat, huckt bei so einem Länderspiel in den VIP-Club drin. Und ich war da drin und bin da ein bisschen durchgegangen und habe gedacht, das schon her. Nicht? Und da bin ich bei so einem kleinen Tischerl, habe ich innegehalten, da ist mir nämlich aufgefallen, da ist so eine Gruppe Legenden gesessen, also wirklich verdiente Nationalspieler, Ikonen, muss man sagen, Granden vergangener Tage. Und die haben zum Thema Geld zu philosophieren begonnen. Und da habe ich gedacht, na, das schon, bleib stehen, nicht? Vielleicht schnappst du irgendwas auf, nicht? Irgendeine Zeitung kauft es schon. Und da habe ich dann gelauscht, da habe ich schon solche Uhren gekriegt. Wahnsinn, solche Uhren. Da haben schon Leute Selfies mit mir gemacht, weil ich glaube, ich bin der Kanzler. Ja? Solche Uhren habe ich gehabt. Das war. Ja. Herr Stone, hast du das gelesen von den Ronaldo? Der ist gerade schön in der Bretouille, ha? Was in Frankreich ist der oder was? Nein, nicht in Frankreich, der Blitzer, in der Bretouille ist er, nicht wegen Steuerhinterziehung, der hat das ganze Geld auf die Cayman Islands, hat der umgezahlt, nicht? Ja, jetzt muss auch schauen, nicht? Na, was hast du denn schauen? Er muss der Theater, das gibt's ja nicht, Herr bitte. Der kriegt 32 Millionen im Jahr, das soll versteuern wie alle anderen. Nein, ich möchte nicht wissen, wo unser ehemaliger Teamchef das ganze Geld hin versteuert hat, nicht? Wo ist der Kohler? Naja, na klar, der Kohler. Ist ein Schweizer, bitte, da brauchst du nicht glauben, dass der beim Fiskus in Österreich die Kohlen angedruckt hat. Na, der ist schön in die Schweiz umgeflogen. Na, da lasse ich mich einstechen. Man, der nicht bei 43% wird in Österreich versteuern, der kann voll gläschen, der Kohlen. Na, sicher, ist ein gescheiter Bursch, nicht? Jetzt halt, der steht eh da drüben. Na ja, na geht schon, dann fragen wir gleich einmal den Herrn Teamchef, nicht? Nein, das ist ja peinlich, das kannst du nicht machen. Was interessiert? Herr Kohler, geht Teamchef, Herr Kohler, wenn Sie einmal kurz einen Augenblick Zeit haben, bitte kommen Sie einmal kurz her, der Herr Polster und ich haben eine Frage. Na, ich hab keine Frage, was? Sagen Sie, Herr Kohler, Frage, was haben Sie eigentlich, was habe ich gehört, Sie haben beim ÖFB 1,5 netto im Jahr gekriegt, na, die Gage geht auch nicht zu Fuß, hätte ich mir gedacht, ne? Jetzt eine Frage, was haben Sie eigentlich gemacht mit der ganzen Marie? Haben Sie es versteuert oder haben Sie es schön in die Schweiz umgezahlt? Ha? Jetzt einmal Hand aufs Herz, Herr Kohler, was haben Sie gemacht mit Geld? Ha? Ja, Herr Herzog, das ist eine etwas prekäre Frage. Ja, ich hatte natürlich ein tolles Gehalt. Ja, klar, ich hatte viel Geld verdient beim ÖFB und bin natürlich nach Zürich
geflogen. Na, was sag ich da? Lass ich mal ausreden einmal. Ne? Hat einen Termin bei meiner Hausbank, bei der Credit Suisse. Ja, bin ich reingekommen, der Banker hat mich angeguckt, hat gesagt, Herr Koller, was kann ich für Sie tun? Habe ich gesagt, ja, ich möchte 1,5 Millionen Euro anlegen. Hat mich angeguckt, hat gesagt, Herr Koller, Sie brauchen nicht zu flüstern, Armut ist keine Schande. Ja, der Koller, wo ist er? Du brauchst gar nicht so blöd lachen erst. Ich möchte nicht wissen, was du mit dem ganzen Gerstl gemacht hast. Weißt du, wie du in der deutschen Bundesliga gespielt hast? Da hat's auch geraschelt, oder? Ja, volle Fehler, ja, es geraschelt. Ja, sicher. Jetzt habe ich eh meine Weg gespielt bei Gladbach und bei Köln und bei. Ja, eigentlich eh bei Gladbach und bei Köln. Habe ich super verhandelt immer, weißt du? Ich habe ein bisschen Gespür gehabt für die Marie. Bin immer in der Winterpause, nicht? Wenn kein Training war, wenn kein Match war. Bin ich mal hinein ins Präsidium zum Präse. Habe ich gesagt, Präse, mein schöner Puh, habe ich schon mal aus. Ne? Ja, Herr Polster, was kann ich für Sie tun? Habe ich gesagt, das werde ich gleich sagen. Mehr als was du glaubst. Habe ich gesagt, Präse, schau mal auf die Tabelle, wo wir sind und wo wir waren, als wie ich gekommen worden wurde. Also, ich sag da was? Er geht, na was, was? Wann renkt das los? Merkst nichts? Ich hab euch aufgeschossen. Ne? Das, in der Tabelle sind wir oben, ich hab die Kohle gemacht. Ne? Ja, ja, hat er gesagt, Herr Polscher, ja. So. Sie haben den Verein wirklich weitergebracht, hat er gesagt. Ne? Sag ich, na, jetzt muss er mal einen Raschler machen. Sagt er, na gut, ich zahle Ihnen nächstes Jahr um ein Drittel mehr. Ne? Sag ich, Presse, wirst du mir sicher, ein Drittel mehr ist mir zu wenig, ich will ein Viertel mehr. Ne? Na, den hast du schon über den Tisch gezogen, ha? Ja, den hab ich gegeben. Hörst aber, Schneckerl, jetzt einmal eine Frage. Wieso hat die Finanz die Kicker gerade so im Kicker, weiß man was? Ja, das ist eine Frage, die was... Ich sage Ihnen mal so, zum Beantworten schwierig ist. Denn du hast ja keinen Blick in die Spieler von draußen hinein. Sprich, du musst... Das ist... Das... Also... Was? Ja, also diese Frage würde ich einem David Alaba stellen, denn der sagt ja immer, ich bin ein Kicker. Ja, aber spielt er da wie ein Möbelix, ne? Trifft fast nichts. Herr Stoni, hast du das gelesen, was der Astronautowitsch bei der West Ham United anrangt? Nicht, der kriegt 6 Millionen. Wo, 6 Millionen kriegt er? Ja, na 5,8, das ist ein Wahnsinn, ne? Ja, jetzt allein macht er auch Geld nach dem anderen, ne? Na, trotzdem, das geht's ja. Sag mal, was macht denn der mit seinem ganzen Geld? Das ist ein Wahnsinn, ne? Steht eh da drüben, am Buffet. Ja, na, geht schon, den fragen wir gleich mal, ne? Na, sicherlich. Na ja, oft, der muss ja noch Halbzeit spielen. Interessiert mich denn seine Halbzeit? Marco! Geh, Laufschritt, komm her einmal da. Der Toni und ich wollen dir was fragen. Erst, ich will nichts fragen, was... Erst Marco, was habe ich gehört? 6 Millionen kriegst du bei der West Ham. Na, das gibt's. Und sag mal, was machst du denn mit dem ganzen Geld? Hast du schon 17 Zinsäuser gekauft, 3 Pendler und 4 Lehm von der Kiewerer? Was? Nein. Nein, was, nicht schmäh ohne. Was machst du denn wirklich mit dem Geld, Marco? Ha? Sag einmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich habe Geld, aber ich brauche auch Geld. Also ich habe auch... Also ich hab mehr Geld als alle anderen, aber ich brauche auch viel mehr. Also ich habe... Ja, bei Bremen habe ich auch schon gut verdient, habe ich. Well, was ist mit denen eigentlich? Ja, na, so wichtig war es eh nicht, passt schon. Also. Na, bei denen fährt der Lift auch nicht bis ganz auf, gell? Erst Hans, wie war das eigentlich bei der Barcelona? Hat da auch schon so viel Geld, war da auch schon so viel Geld im Umlauf? Ja, selbstverständlich. Das war eine andere Zeit. Ich verdiente Geld, weil ich Leistung lieferte. Über geschossen habe ich, da schoss ich ein Tor nach dem anderen.
wurde Torschützenkönig. Man, Bicic in der Liga, haben sie gesagt zu mir, war er, ne? Was, Bicic, was war er? Also in Spanien, wenn man Torschützenkönig wird, dann sagen die Bicic zu dir, ne? Da ist er, ja. Erst, ich bin die... Ich bin die 70er Jahre so ein Plüsch auf dem Bett hucken gehabt. Der Mannschatz, ich hab das mit den Zahn gespürt. Das brauche ich von euch zwei Ruhe im Zuzler, wie geht das? Ich hab schon bei Barcelona gespürt, da hat sie es zwar noch knockert mit der Trommel um den Grießbaum gerannt. Das ist. Das war legendär. Das war, da haben sie mich geholt von Österreich für die Barcelona, weil ich war nicht das. Da habe ich gespielt um die Ehre, nicht um die Cash. Weißt du, was ich meine? Die Rotsbuben heute spielen alle ums Geld, da wollen sie alle das Geld spielt. Nicht? Aber am Vormittag beim Friseur, am Nachmittag beim Tätowierer, hör mal auf, erst, das ist doch legendär. Machen sie keine Geld. Nicht? Das, was. Nein, hast du recht. Aber du, was ich dir fragen würde, wegen einem Geld, wenn ein Fußballer eingesperrt wird, ist er dann im Strafraum? Was soll die Frage? Was soll das? Wenn ein Hirte seine Schafe schlägt, ist er dann ein Mähdrescher? Also. Kann Ihnen nur einen Besuch im Ernst-Happel-Stadion empfehlen. Also der VIP-Club ist, wie jeder lässt, keine Wünsche offen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich so geärgert, wie wir die WM-Qualifikation nicht geschafft haben, weil ich finde, wir haben so ein tolles Spielermaterial, oder? Wir haben einen super Kader, oder? Die spielen allen in internationalen Top-Ligen und trotzdem schaffen wir es nicht. Ich verstehe das nicht. Da muss man sich vielleicht auch mal Anleihen an anderen Ländern holen. Wie machen die das zum Beispiel? Die Mexikaner? Na gut, die haben eine andere Vorbereitung gehabt. Da hat der Teamchef gesagt, er erlaubt Sex vor dem Spiel. Ja, warum nicht? Einmal anschauen. Warum? Gut, andererseits bei 11 Leuten muss immer einer zuschauen. Nicht? Also es ist. Hauptsache, sie kommen in den Strafraum. Also, ich bin ja freiwillig im Strafraum. Ich habe da Option gezogen. Ja, das, ich muss ja nicht fußballerisch, ich darf in den Strafraum kommen. Und zwar, bei mir hat das relativ harmlos begonnen. Wirklich, ich habe gekriegt im Postkastel ein hellblaues Kuvert aus dem Hause RSB. Ja, ja, ich mir zuerst auch gedacht, vielleicht der Gutschein von der Raiffeisen Sparkasse Boden oder der RSB Sommerkatalog. Na, und denke mir, was ist da drin? Reißt es auf, schon eine steht drin, letzte Mahnung. Ich mir dachte, Gott sei Dank, ich glaube, das hört nie auf. Ne? Und ich hab das aber gleich weggehauen. Ne? Das war so ein bisschen ein Bagatelldelikt, also 40 Euro so halten und parken, verboten, Parkzeit überschritten, also eigentlich so nicht eine wirkliche Strafe, also das ist unter der Wahrnehmungsgrenze. Ne? Das hau ich gleich weg gar nicht. Das, ich kriege auch kaum mehr Parkstrafen. Das hat sich eigentlich aufgehört bei mir, mit der neuen Parktechnik entwickelt. Das müssen Sie merken, es funktioniert tadellos, wenn Sie irgendwo in der Großstadt parken möchten. Also ich mache es immer so, mir ist das wurscht. Halten und Parken verboten, Kurzparkzone, Ladezone, Behindertenparkplatz, Botschaftsviertel, wurscht, wo was frei ist, lass ihn fallen. Nur, wenn ich aussteige, lasse ich die Zündung rennen und den Scheinwischer auf der schnellsten Stufe, damit es für den Parksheriff ein bisschen sportlicher wird. Ne? Und ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Strafzettel dezimieren sich rapide, wirklich. Was schon mehr wird, ist das Interesse der Exekutive an deiner Person an sich. Also wenn du ein paar Monate nicht einzahlst, nicht, dann suchen sie das persönliche Gespräch. Also wenn sie irgendwann einmal das Gefühl haben, keiner interessiert sich für mich, zahlen sie mal ein halbes Jahr keine Strafen mehr. Die kommen sogar nach Hause, ich hab das gar nicht gewusst, das ist ein Bürgerservice, da brauchst du nicht einmal aus dem Haus gehen. Die kommen heim zu dir. Ich war ganz überrascht, als bei mir daheim hat es gleich, hallo? Polizei, bitte? Polizei, aha. Nein, nicht daheim, machen Sie auf. Wieso? Machen Sie die Türe auf. Ja, um was geht's denn? Wir wollen reden. Wie viel seid ihr? Zu zweit? Dann red's miteinander. Zack. Denk mal, mir hat's gehen, wirklich. Ja. Naja, da sind sie dann humorlos, gell? Also da ist die Humorgrenze dann auch relativ rasch
zu Ende. Und dann geht's schnell, ne? Dann geht's nämlich von der Anonymverfügung gleich einmal in die Strafverfügung, was ich auch wichtig und richtig finde. Ja, weil so eine Anonymverfügung hat für mich so einen total unpersönlichen Touch irgendwie. Das ist irgendwie so, ne, die feige Sau schreit nicht einmal drauf, wer er ist. Und ich finde, ich will schon wissen, mit wem ich da korrespondiere. Nein, ich tue auch nicht das Tafel-Lobby, bevor ich ins Radar fahre. Da müssen wir dann schon auf Augenhöhe korrespondieren. Und dann geht es in die Strafverfügung, und das ist nicht klar mit der Zöhner oder heute ein Holler. Ich habe Ihnen das Original heute sogar mit hergebracht. Schauen Sie mal her. Ja. Und zwar habe ich da Post bekommen vom LPD. Ja. Das LPD hat immer zuerst doch da schon als Los Angeles Police Department. Ne. LPD hat mir geschrieben, ne. Strafverfügung. Sie haben am 22.07.2018 um 22.03 Uhr auf der A2, Höhe Kilometer 9,5, die durch Straßenverkehrszeichen in diesem Bereich kundgemachte zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 74 km/h überschritten. Ja. Ja, super. Die Überschreitung wurde mit einem Messgerät festgestellt. Die in Betracht kommende Messtoleranz wurde bereits zu Ihren Gunsten abgezogen. Gut, da sind Sie eh lieb, ne? Da kannst du nicht einmal der Tanzer gleich ein bisschen was anziehen, das ist irgendwie ganz... Ganz gut, man kennt vorher Fragen, vielleicht wollte ich den Rabattsammler noch nicht einlösen. In der Section Control wurde es. Na fein. Sie haben folgende Rechtsvorschriften verletzt. Paragraph 52, wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt. Geldstrafe von 760 Euro, falls diese uneinbringlich ist, was sie natürlich ist, eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag. Ja, Gruppeninspektor Gruber vom LPD hat mir das geschickt und ich habe mir gedacht, na, das ist einmal ein Rät, das nehme ich in Anspruch. Ja. Das ist super, ja, weil ich nicht gewusst, dass der Staat Österreich das überhaupt optional anbietet, dass du quasi im Gegenwert von 760 Euro, also nicht, dass du das zahlst, sondern dass du quasi also als Ersatz für eine Freiheitsstrafe einen Tag schlafen hingehst, um 67. Also das muss ein 5-Stern-Hitten sein. Das dürften so... Ich meine, ja, ich weiß nicht, ich kenne Ihre Urlaubsgewohnheiten nicht, aber um 67 habe ich noch nie eine Nacht irgendwo geschlafen. Also das muss ein... Ich weiß nicht, warum es da einen Adler hin und einen 5-Stern-Hitten, ich meine, LPD, das muss ein... In Wahrheit ist nichts anderes wie ein Voucher. Ne? Also das. Gehst rein ins LPD, sagst Grüße, das habe ich gekriegt, ich hätte mir gerne mal das Zimmer anschauen. Ne? Wie schauen wir aus, ein bisschen Wellness, was ist das Menü heute? Ne? Und so, das. Na sicher, aber ich gehe zu meiner Frau gesagt, sage ich, Herzi, schau her, da kannst du einen Mädelsabend machen, da schlafe ich nicht zu Hause. Ja? Na, die war fertig. Was? Na, das meinst du aber nicht ernst, hoffentlich, oder? Das kannst du doch nicht machen. Bitte hast du gelesen, was da steht? Das geht doch nicht. Da habe ich gesagt, Elke, wenn ich immer auf die Leute gehorcht hätte, die mir erklärt haben, was alles nicht geht, da würde ich heute noch mit meinem Dreiradl auf der Rutsche stehen und oben schauen. Was geht nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Ja? Wissen Sie, was Menschen am Sterbebett am allermeisten bereuen? Die Dinge, die sie in ihrem Leben nicht gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich will über nichts bereuen, das gehört alles einmal gemacht. Und da habe ich gleich umgeschalten, jetzt ist einmal aus mit dem duckmäuserischen, systemkonformen Ja-Sager, der Angepasste, der Brave, nix, jetzt fahren wir mal aus der Spur. Ja? Jetzt ist einmal Rotzpippen forever, habe ich gesagt, das neue Motto. Ja? In mir hat sich gleich der Rebell gemeldet, der kleine Che Guevara, der Revoluzzer, ich bin gleich auf. Habe ich gesagt, na aus, jetzt wird es schon. Und dann habe ich gleich angefangen, Sachen zu machen, die man normalerweise nicht macht. Aber da waren wir einfach danach. Nicht? Normalerweise wird man doch immer ein bisschen, nicht, nein, das kann man nicht und man will keine Schwierigkeiten. Mir war es wurscht. Ich habe gleich mal meinen Stromanbieter gewechselt. Ja? Ich habe auf gut Eiderpichl ein Fliegen geschlagen. Super. Und wissen Sie, da ist mir auch bewusst geworden, in diesem Leben als Rebell, warum ich mir Pretty Woman immer lieber von hinten nach vorne angeschaut habe. Weil mir das immer ein bisschen besser gefallen hat, wenn sich ein glückliches Pärchen scheiden lässt und sie geht noch am Strich. Ne? Also das ist... Und mir ist vollkommen bewusst, das ist jetzt natürlich nicht jedermanns Sache. Also diese entfesselte Lebensart, das muss man natürlich auch durchziehen können. Das ist vielleicht nur mein Lebensmodell. Vielleicht ist es gar nicht so für Sie geeignet. Nicht? Aber mir liegt das Rebellische so im Blut. Vielleicht liegt Ihnen mehr das Cholesterin im Blut. Könnte auch sein. Nicht? Das wäre auch nur allzu verständlich. Sie haben auch einen ganz anderen Lebenswandel als ich. Nicht? Sie haben einen 9-to-5-Job, ich habe einen 8-to-10. Ja. Sie müssen wahrscheinlich Leistung bringen in Ihrem Beruf. Im Hamsterrad müssen Sie rennen. Nicht? Der Job fordert Sie, der Chef fordert Sie. Umsätze, Überstunden, Zielerreichung, Prämie, Gema Getcho. In Ihrem Job zählt das Erreichte. In meinem Reich das Erzählte. Das ist ein ganz...
Apropos das Erzählte, da muss ich Ihnen kurz was erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich schreibe ja nebenbei eine Kolumne fürs ÖKM. Und ja, seit 2012, das hat sich irgendwie ganz nett ergeben und schreibe so eine Kolumne. Und jetzt hat mich neulich der Chef vom österreichischen Kraftfahrermagazin angerufen und hat gesagt, du, in Amerika wird der neue Porsche 911 präsentiert. Magst du vielleicht umfliegen und die Geschichte für uns machen? Und ich war fertig. Ich habe gedacht, was, ich darf nach Amerika zum neuen 911er? Und er hat gesagt, ja, wenn du willst, buche ich da den Flug. Und ich habe gesagt, ja, mache ich, fliege. Ne? Der bucht die Reiseunterlagen und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und mir gedacht, eigentlich deppert. Ne? Jetzt reise ich in ein Land, dessen Sprache ich nicht beherrsche. Also mein Englisch ist not the yellow from the egg. Also das ist, war nie meins. Ich war immer mehr so der Zahlenmensch. Ne? Da gibt es ja eher sprachlich Begabte und Zahlen. Also ich habe immer Mathematik, das war mein Lieblingsfach. Mathe habe ich geliebt, habe ich die Formeln auswendig gelernt, habe ich gewusst, a Quadrat plus a Quadrat sind 2 Quadrat. Das habe ich. Aber super, ne? Das war herrlich. Also Traum der Pythagoras, der hat links außen bei Parks Saloniki gespielt. Also das war mal alles. Aber Englisch null. Ja? Das war immer eine Katastrophe für mich. Ne? Jetzt haben wir gedacht, aber mit dem Basiswissen nach Amerika fliegen, das ist blöd. Weil ich ertappe mich ja regelmäßig selber dabei, dass ich da einfach wirklich Lücken habe. Wenn ich in einem Restaurant sitze und in der Speiskarte steht bei den Beilagen Onion Rings, dann denke ich immer, was heißt Zwiebel, ruft an. Nicht? Also das ist irgendwie. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache einen Crashkurs, aber nicht beim Börlitz, sondern den Crashkurs in Englisch, den mache ich bei dem Mann, der das Rennenglisch ja über Jahrzehnte kultiviert hat und uns ja bei den Formel-1-Übertragungen zweimal im Monat ins Ohr gebrüllt hat. Und da habe ich gedacht, den rufe ich einfach an, der kann mir da sicher ein bisschen helfen. Hallo? Heinz, servus, das ist der Alex. Hui, Alex. Alex Wurz, mach's kurz, du weißt, die Handy rechnen. Nicht Alex Wurz, Alex Christian. Servus Christian, what will you, what can I do? Du, Heinz, ich wollte nur fragen, ich muss nach Amerika. Du, das erinnert mich an 1492. Hast du gewusst? Christoph Kolumbus, der musste auch nach Amerika. Also musste, er wollte, er war ein Entdecker, ein Explorer. Aber ganz interessante Geschichte, sein Vetter dritten Grades, Frederik Kolumbus, der hatte eine fürchterliche Allergie auf Kokosnüsse. Diese Allergie plagte übrigens auch Regina Häusl oder wie die Franzosen sie nennen, Regine Toilette. Und nicht nur sie hatte mit dieser Allergie zu kämpfen, sondern auch Fausto Radici, der ein einäugiger Schnitzer aus dem Grödnertal, der 1974 beim Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo beim 14. Tor eingefädelt hat, hat einen Ski verloren, er hat nie wieder geheiratet, hatte Bindungsängste. Ja, super. Du, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du mir die eine oder andere Standardfloskel sagen kannst, dass ich da drin halt überall durchkomme. Naja, da muss ich dich leider gleich einer Illusion berauben. In Amerika kommt man nirgends mehr überall durch. Es ist alles sehr, sehr gut abgesichert. Zum Beispiel, du musst auch aufpassen, was du zu jemandem sagst. Gerhard Berger hat mich 1982 aus Long Beach angerufen. Er stand zwischen zweiten und dritten freien Training in einem Möbelgeschäft, hat nicht gewusst, was Auszieh-Tisch heißt. Und ich habe gesagt, naja, Gerhard, wahrscheinlich Strip-Distable. Das war also, okay, Heinz, super, vielen herzlichen Dank. Ich merke schon, das wird ein bisschen uferlos. Ich werde schon bocken, gell? Danke. Alex, I'm sure you will bake it. And if you have any question, do not hesitate to call me on my cell phone. I'm online day and night. All the best, come good home schon jetzt, frohe Ostern. Oder wie die Argentinier sagen, Buenos Aires. Alles Liebe und Servus, Papa. Tschüss, ich habe dann aufgelegt. Wenn man da Wahnsinn, ja? Dann haben wir gedacht, was tust du denn da jetzt um ein Dummaffeln, oder? Wegen dem bisschen Englisch, flieg einfach um, Rotspippen forever, das neue Motto ausgerufen. Nicht, mit Händen und Füßen kommt man eh überall durch in Wahrheit. Na, gesagt, getan. Ich lande am John F. Kennedy Airport und Sie müssen wissen, es ist so, beim Immigration Office in Amerika, da ist gerade ein bisschen angespannte Stimmung. Also da geht's nicht, da kommst nicht hier und alle poschen und sagen, jö, schön, dass da sind, wir wollten schon fragen. Nein, es ist. Da steht geschultes Personal und die sind wirklich höchst sensibel auf Gefährder. Und der Sicht aus 100 Meter, ob du ein Gefährdungspotenzial hast oder nicht. Und da brauchst eine kleine Schweißbälle auf der Stirn, reicht schon. Der fängt dir aus der Schlange, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und ich bin eh hypernervös, bin ich durchgestanden, denke mir, hoffentlich keine Frage, hoffentlich. Ich habe alles vorgesagt, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Sir, you. Yes, you, come here. Here, you, come here. Yeah, please. Okay, sir, what's the purpose of a visit in the United States? What is the purpose?
Der Boss, was für Boss? Der Boss, ja, habe ich, hey. Hefe-Boss, ich meinst nur search it, weil I do not know where, ob ich den Scheiß Boss. Sir, I'm the boss. What I would like to know is, what do you plan here? What is a plan here? Is a plan here? Ja, I comes with a plan here. Is a Bozen plan. Bits, it's outside. Not my plan. I have no plan, gell? The plan it belongs to the German Luftwaffe. Hansa, Luft! Hansa, to the... You do not understand me, I'm afraid. Why, you're afraid? Yes, I'm afraid. You're hell afraid? Also, Sorry. Sir, last question. Why do you come here? Why? Also, I come here for the new 9/11. Ja, dann geht's eh schnell, nicht? Also dann. Da wird man dann vorgereiht auch, nicht? Und verbringt die nächsten 48 Stunden in einem Nebenzimmer mit zwei sehr netten Herren mit Anzug und Krawatte, nicht? Vom Homeland Security sind die, das ist ja irgend so eine Hotelketten in Amerika, die. Ja, das ist eine Frage-Antwort-Spiel. Na gut, die wollen wissen, wem sie das Zimmer geben, muss man auch fairerweise dazu sagen, nicht? Und dann darf man einmal telefonieren, das ist ganz lieb, nach 48 Stunden, da habe ich gleich meinen Anwalt angerufen, der hat einer gesagt, auf Englisch, hat er gesagt, das ist ein Trottel, lasst ihn durch, nicht? Das ist, ja, ist, hat er nicht Unrecht. Ich bin da fällt mir, wissen Sie, so Situationen, da manövriere ich mich teilweise eine, da fällt mir auch ein bisschen dieses Gespür, dieses Fingerspitzengefühl, das ist, da bin ich so ein bisschen abrissbieren, ich weiß nicht, da gehe ich meinen Schädel durch die Wand, das, mein Beschwerungshelfer hat das auch schon gesagt. Ja, mein Beschwerungshelfer hat gesagt, Herr Christian, wissen Sie, in den Gesprächen mit Ihnen, da orte ich schon ein bisschen Defizite in der sozialen Kompetenz, gell? Sag ich, was? Sie sind eine ungute Sau. Mir fehlt die Kraft zum Widerspruch, ne? Wenn man den Pfad der Tugend einmal verlassen hat, dann machst du es nicht mehr allen recht. Geht nicht, du kannst es auch nicht mehr allen recht machen. Möchte ich aber auch nicht. Ja, weil allen recht machen, das geht nicht. Und ich finde, immer nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Also ich bin immer einer, der ein bisschen dagegen. Und das ist natürlich, klar, man macht dann Sachen, wo man sich denkt, macht man das wirklich? Ist das gescheit? Aber das sind so für mich so private Entertainment-Tools, wo ich mich gern selber ein bisschen aus der Tristesse des Alltags selber rausziehe und halt einfach Sachen mache. Aber das sind natürlich schon Sachen, die sind grenzwertig. Also das sind teilweise keine Fettnäpfchen, das sind Grammelschmalzkübeln. Nicht, also das würde Ihnen wahrscheinlich auch nicht in den Sinn kommen, glaube ich, dass Sie, glaube nicht, dass jemand herinnen da irgendwann einmal auf die Idee kam, dass er einen Blumenstrauß beim Begräbnis nicht ins Grab hat, sondern hintere, nicht, und zu dem, der ihn gefangen hat, sagen, na, der Nächste, nicht, also das ist grenzwertig, nicht, das, da lachen dann auch nicht mehr alle, nicht, das ist. Ich weiß, neulich war ich im Krankenhaus, im SMZ Ost, habe einen lieben Freund besucht, nicht? Der hat sich das Kreuzbandel gerissen, nichts Arges, wurde operiert, aber doch besuchst du ihn, hat er Freiheit, nicht? Und ich gehe rein in dieses Krankenhaus, habe den energetischen Ring durchbrochen. Und dann stehe ich da drin in dem Bozenspital, denke mir, wo ist der? Nicht? Und dann bin ich vorbeigekommen bei einem Zimmer, da ist umgestanden, Aufwachraum. Und da bin ich dann reingegangen, habe einen Kalender von 2028 hingehängt, bin wieder rausgegangen. Da muss ich gar nicht dabei sein, wissen Sie, das ist. Da reicht mir ein bisschen das Wissen, wie es sein könnte. Ne? U-Bahn-Stationen sind auch super. U-Bahn, das ist super. Da steht in Wien in der U-Bahn-Station, ja, die U-Bahn fährt ein, tsch, die Tür geht auf, ich hau einen Rucksack rein und renn weg. Aber ich bin so blöd, ich kann ja nicht normal wegrennen. Beim Wegrennen tue ich so, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Da ist was los, ne? Das ist. Gut, man macht sie nicht nur Freund, muss man auch sagen. Also es ist. Ja, so haben sie schon wirklich, mein Freundeskreis hat sich schon dezimiert. Also die haben schon, ein paar Leute haben gesagt, mit dem Trottel wollen wir nichts mehr zu tun haben. Man vereinsamt auch ein Stück weit. Wirklich, ja. Ich habe mich schon selber dabei ertappt, dass ich mit einer Schüssel Nudelsalat allein auf der Straße auf und an gehe. Nur, dass die Leute, die vorbeifahren und mich sehen, glauben, ich habe Freunde, die mich zu einer Party eingeladen haben. Das ist ein Irrsinn, das ist.
Dabei bin ich gar nicht gern bei Partys eingeladen, überhaupt nicht. Ich bin lieber daheim, ich wohne wahnsinnig gern. Auch von der Kosten-Nutzen-Relation, wissen Sie, ich zahle es auch. Warum soll ich vortrennen? Das wohne ich, da wohnt das. Ich miete, nur da wohne ich. Nicht das. Da bin ich oft daheim und gehe stundenlang am Parkett auf und da. Nur, dass ich es auch wohne. Dass ich. Was machst du denn da? Lass mich wohnen. Meine Frau kann das nicht, die kann das nicht, die versteht das nicht. Das, die muss immer fortgehen. Die hat so eine kleine neue, so eine kleine Eventagentur und da muss da auch irgendwie Leute treffen. Herzi, wir sollten wieder mal ausgehen. Wovon? Ich tue es gerne intellektuell ein bisschen fordern. Morgen gehen wir zu den Lions, gut? Und ich denke mir, geil, ein Eishockey-Match. Nein, es war dann so eine Charity-Vernissage mit Benefiz-Auktion, wo man so Bilder aufstrebender Künstler ersteigern konnte zugunsten unterprivilegierter ukrainischer Zwergeichhörnchen. Also wirklich eine traumhafte Veranstaltung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin nicht geschaffen für das. Wenn Sie, ich hasse diese gesellschaftlichen Zwangsverpflichtungen, das kann ich nicht. Das sind so kommunikative Nulllinien. Ja? Das ist so eine Smalltalk-Partie. Da komme ich runter, da kriege ich Plack, das halte ich nicht aus. Da stehen sie alle da, die spielen sie alle wahnsinnig. Ja? Keine Ahnung von den Bühlen, aber alle wahnsinnig super, alle locker, alle leiwand, alle super und haben alle Instagram und Snapchat und sind super drauf. Nicht? Und sind aber, das sind so Fake-Personen, die gibt es gar nicht. Ja? Die haben alle so ein gefiltertes Profilbild, was so bearbeitet ist, was ganz glatt ist. Und dann lachen sie aus von dem Snapchat-Foto. Und wenn du den in Natura siehst, denkst du, das ist ja nicht der. Dann nutzt er der Bossanzug nichts, wenn du umschaust wie Hugo. Da steht er dann da. Das ist ganz schlecht. Und da wird nur geredet, dass geredet wird. Ja? Hast du, kennst du, weißt du, scheiße, weißt du. Diese seichten Witzel. Und die wollen immer mit mir reden. Ich weiß nicht, wenn ich dort bin, ich weiß nicht, ich bin so ein Magnet für diese Menschen. Herr Christian, sagen Sie, Sie als Künstler, was sagen Sie eigentlich zu Toulouse-Lautrec? Ja, auswärts 1-1, also. Ja, wenn ich nicht reden will mit den Leuten, ich will das nicht. Haben Sie Kinder? Ja, wie viel brauchen Sie? Ich will noch mehr Ruhe haben, ich will durchziehen und heimgehen. Ja? Und meine Frau, die wuselt da immer herum und der und den kennt sie und da immer das japanische Schnapsen mit den Visitkarten austauschen, dann sind wir da das. Katastrophe. Ja? Und ich park mich dann immer irgendwo in so eine neutrale Position ein und versuche nicht präsent zu sein. Da nehme ich so eine ganz transparente Haltung an und schaue möglichst deppert und wirklich nur das, ich beobachte das Volk, das taugt mir total, ich schaue mir so gern leider. Das ist so toll, wenn sie alle da stehen nicht? Und das mit ihren Sektflötchen und mit dem Fingerfood nicht? Und alles ist locker und alles ist super. Und das ist ja wirklich eine tolle Veranstaltungslocation. Ja? Das ist ja wirklich top ausgewählt, ja? Ganz wertig dekoriert. Das wird dann so in magentafarbenes, dezentral beleuchtetes Licht getaucht mit so Bodenspots. Im Hintergrund leise, chillige Klaviermusik, ein bisschen loungig, ein bisschen relaxig. Das Catering-Personal schwebt lautlos durch den Raum und kredenzt auf Silbertableaus Sekt Orange oder Erdbeerbowle. Könnt ihr ein kleines Bier haben, bitte? Müsste ich fragen, aber ich glaube, wir wollen es vielleicht ein Sekt Orange. Nein, sicher nicht. Geben Sie mir eine Erdbeerbowle, weil Entschuldige, wenn du das mal einmal Sekt Orange trinkst, hast du mein Leben eh schon angeschlossen. Naja, also Männer, die Sekt Orange trinken, die haben meistens ein Potzen Duienhecken daheim und essen den Inhalt der Nase an der roten Ampel, nicht? Und ich meine, diese Erdbeerbowle, ja, ich meine, ich will es ja nicht schlecht reden. Das ist ja sicher ein sehr nettes, bekömmliches Getränk. Es ist nur wirklich mit Vorsicht zu genießen. Weil Sie müssen wissen, diese Erdbeerbowle, die gaukelt dir was vor, was es nicht ist. Also dieses Obst, was, dieses Gute und dieses gefällige Faberl, so schön rosa und die Erdbeeren und ein bisschen gesund sind wir auch, weil die Erdbeeren so gutes Obst, nicht, aber die Erdbeeren, das sind falscher Hund. Das sind Promillpralinen, die saugen der Bowle den kompletten Alkohol aus in sich, sind es dann platt im Bottich drinnen, die Erdbeeren und grinsen die noch deppert da, schauen Sie mal genau hin, da schwimmen sie drinnen, hehe, fries mich, hehe. Man kann ja eine Bowle nicht trinken, man muss ja das Obst einfressen. Und das Vorteil, eine Bowle kein Problem, zwei,
drei, vier, nach der fünften flattert es ein. Und auf einmal denkst du, was ist los? Was ist los? Da taugt er dann auch schon leicht die Klaviermusik. Da entsteht eine hemmschwellensenkende, fluffige Leichtigkeit in einer Melange mit einem Hauchel Selbstüberschätzung. Das ist so der Moment, wo man sagt, danke, ich fahr selber. Geht sich natürlich nicht mehr aus. Und in diesem Stadium befindlich bin ich gestanden und habe gemerkt, dass sich ganz knapp neben mir ein Grüppchen Lions aus Deutschland eingefunden hat, die sich gerade über die Zubereitungsmethodik veganer Smoothies unterhalten hat. Und ich habe mir noch zwei, drei Erdbeerbohlen genehmigt, weil ich mir gedacht habe, das hole ich mir eine Zeit lang. Und so nach der siebten oder achten Erdbeerbohle habe ich gemerkt, in mir steigt nicht nur rapide der Alkoholspiegel, sondern vor allen Dingen der Wunsch, aktiv an diesem Gespräch teilzunehmen. Und mache einen beherzten Schritt in dieses Grüppchen hinein. Grüß euch! Ja, schönen guten Abend, was können wir für Sie tun? Nix, alles in Ordnung. Ich wollte nur fragen, haben Sie sich gerade über vegane Smoothies unterhalten? Ja, das war gerade Thema. Na wunderbar. Soll ich nochmal das Rezept von meinem Lieblingsschmusi sagen? Also, ich kann jetzt nicht für meine Kollegen hier sprechen, aber bitte schießen Sie mal los. Ja, also du musst einmal haben einen Shaker, ne? Shaker. Und in den Shaker, das ist eine 100 Milliliter Kokosmilch. Dann kommen eine, zwei oder drei Marillen. Rillen. Und eine Hand von Erdbeeren. Aber geschöde, ja. Na, das klingt ja richtig lecker. Ja, lecker, aber das ist lecker. Und wenn es das drin ist, dann muss man Obacht geben. Weil jetzt kommt nämlich das aller. Na, locker bleiben, war Spaß. Das Allerwichtigste beim Schmusi-Shaken ist nämlich, dass der Schmusi merkt, du willst ihm wirklich shaken, du musst ihm, der muss dich spüren. Verzeihen Sie, es ist mir ein bisschen durchgaloppiert. Und wenn der Schmusi gut gescheckt ist, ja, dann nehme ich ihm, schiebe ihm in die Oberschen und hole mir ein Bier. Da hat sich dann Deutschland von Österreich schon wieder ein Stück weiter entfernt. Ich bin in meiner neutralen Ecke gestanden und habe mir gedacht, pfeif drauf, denke ich, soll so sein, schenk mir noch eine Bohle ein. Nur, das habe ich mir vielleicht der Spur zu oft gedacht und noch ist mir nicht fest, war es die 14. oder 16. Ich glaube, es war die 16. Erdbeerbohle. Da habe ich dann schon gemerkt, weil ich mich nämlich selber dabei in einem Spiegel dieser Veranstaltungslocation dabei ertappt, wie ich gestanden bin. Also der ideale Zeitpunkt, die Veranstaltung zu räumen. Wollte das auch meiner lieben Frau sagen, dass es gescheit war, wenn wir jetzt heimgegangen und denken wir, wo ist der? Und hab sie dann relativ knapp bei mir in einem sehr angeregten Smalltalk mit einer Gruppe Herren gesehen, Geschäftspartner und angehende Kunden, wie sich später herausstellen sollte. Und ich habe gedacht, ich gehe um und sage, fahr mal bitte heim. Nicht? Also umgegangen bin ich natürlich nicht. Das war so ein unkontrollierter Ort der Fortbewegung ohne Ankunftsgarantie. Und im Wissen, dass das mit dem Gehen immer geht, und auch die Kaschiers mit einem Tanz, vielleicht fällt es nicht gar so auf. Nicht?
Entschuldigung. Hase. Hase. Nach Hause. Hallo Herzi, da bist. Ich hab dich eh schon überall gesucht. Wo warst du? Na fein. Du, da sind heute so gute Leute da. Vielleicht mag dich da mal wer buchen. Buchen? Sollst du suchen? Eichen, die Eichen. Sag mal, hast du was getrunken? Ja, nicht einmal denken, bitte. Ja, ja. Mir wäre schon wichtig, dass du dich da ein bisschen zusammennimmst. Ja? Weil das ist ein Abend, wo ich monatelang hingearbeitet habe. Ja? Und ich möchte auch gerne ein bisschen networken. Lieber ins Bett walken, muss ich. Nein, nein, nein. Seit Monaten habe ich dir gesagt, du gehst mir daher mit und die Leute sind teilweise wegen dir da. Ja? Und ich würde dich da gerne ein paar Herrschaften vorstellen. Vorstellen? Nee, du kannst dir das nicht vorstellen. Weil das oh ja! Und jetzt reiß dich gefälligst zusammen. So, jetzt gehst her da. So, das ist mein HNO. Der Hanno ist das, der Hanno. Nicht der Hanno Herst. Das ist der Philipp, mein Chef. Der Philipp Chef ist das. Der Philipp Chef und der Hanno, der Philipp. Und wer ist das mit dem Vollbart auf, der Chef, ne? Also. Und der Blade mit dem weißen Hemd ist der Küchenchef. Der Küchenchef und der Philipp-Chef und der Hafer-Chef. Sag mal, bist du komplett erledigt? Du blamierst mich da bis auf die Knochen, das ist ja peinlich. Jesus, na, da kommt der Rüdiger, der ist von den Grünen. Von den Grünen? Rüdiger, ey! Na, warte mal, ich bin auch von den Grünen. Komm her, Rüdiger, wir sind die Grünen von der West. Wir feiern jedes Mal ein Fußballfest. Wir machen Stimmung von überall hin. Wir sind die Fans von Rapid Wien. Alle, 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 alle. Du kommst her. Du kommst her. Wir gehen jetzt heim. Jetzt gehen wir nicht heim. Jetzt geht der Teich über. Stimmung! Viele Chef, Herst. Was ist, du Stiere, los? Müssen wir dir mal ein paar Trankeln holen? Ha? Da drüben kann man sich die Bohlen holen. Oder hast du eine Bohlenallergie? Oder eine Bohlenallergie? Keine drei Minuten danach sind wir schon im Auto am Weg nach Hause gesessen. Also gesessen, ich bin mehr so am Beifahrersitz in der Liegeposition gewesen, Augen zu, Mund offen. Am Fahrersitz ein 1,75 Meter großer, dunkelhaariger, schweigender Vorwurf. Und ich vermute jetzt einmal, dass dieses leichte Ausrutscherl gegen Ende der Vernissage meinerseits natürlich schon ein bisschen ein Mitgrund dafür war, dass meine Frau am nächsten Vormittag mit Nachdruck das Gespräch gesucht hat. Na? Magst du mir nichts sagen? Ich werde einmal was sagen. Du gehst jetzt einmal zum Arzt, mein lieber Freund, weil du hast einen Gläscher. Du lässt dich anschauen, der soll dir sagen, was du hast. Sag ich, gut, gehen wir zum Arzt, was soll sein. Nicht? Obschon ich dazu sagen muss, dass mich dieser bevorstehende Arztbesuch natürlich mit einem gewissen Maß an Skepsis erfüllt hat, weil ich mich wirklich ganz genau erinnern konnte, dass er mir beim letzten Arztbesuch hat, hat er mir nicht zwingend den Eindruck vermittelt, dass er weiß, von was er redet. Der Herr Doktor. Ne? Da bin ich nämlich reingekommen, da habe ich so einen Ausschlag gehabt, da. Das hat voll gejuckt. Ich sage, bitte, schauen Sie mal, was habe ich denn da, das juckt voll. Schau her einmal. Was hat der da? Na? Ich weiß nicht.
Haben Sie ein Haustier? Ja, sicher wie ein Haustier, da glauben Sie gerade beim Fenster rein. Na, wir kommen rein beim Herrn Doktor. Grüße, Frau Christian, grüße. Bitte, kommen Sie weiter, was darf ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, Herr Doktor. So, du wartest einmal bitte, ja? Herr Doktor, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Der dreht mir völlig durch. Na, Frau Christian, so schlimm wird es nicht sein. Nehmen Sie einmal Platz, werden wir uns den Garten einmal anschauen. Nicht, wenn wir uns den Garten einmal anschauen. Na, was hat er glaubt, was er sieht? Ich bin nicht zum Anschauen durch so einen Vollbrezen am Vollabend. Das sieht man ja. Er ist schon reingekommen in die Erde wie der Walking Dead. Rote Augen, Ausdünstung wie drei nasse Schäferhund. Naja. Na servus. Frau Christian, Ihr Mann gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, aber die Kleine hängt so an ihr. Sei gut, Freunde, bevor es lustiger wird noch, vielleicht könnten wir mit der Behandlung starten. Ich würde auch dann ganz gern wieder nach Hause. Ja, Herr Christian Freilich, fangen wir mal so an. Sagen Sie, was machen Sie denn gerne in Ihrer Freizeit? Hä? In meiner Freizeit? Ich tue gerne Leute ausspionieren. Und Sie? Also, mich geht's zwar nicht, aber ich spiele Golf. Weiß ich. Herr Christian, Sie wissen aber schon, was Stalking ist, gell? Stalking, ja. Das ist ein romantischer Spaziergang von zwei Leuten, aber nur einer weiß was davon. Also hat er gemeint, er ist der falsche Ansprechpartner. Eine Therapie wäre das probatere Mittel. Der Therapeut hat gleich gesehen, was nicht stimmt. Sie sind nicht zentriert, gell? Sie sind nicht in Ihrer Mitte. Sie müssen schauen. Sie müssen sich mehr zentrieren. Sie sind nicht ganz in Ihrer Mitte. Hat er mal Mandala-Bücher. Kennen Sie Mandala-Bücher? Mandalas. Das sind so, das soll, wirklich, das soll total beruhigend sein. Mandala. Da hat er mal, das sind Bücher, das müssen Sie sich einmal am Züngel zergehen lassen. Ja? Bücher für Erwachsene. Malbücher, da sitzen erwachsene, gebildete Menschen, Wahlberechtigte, ja, die mit einem Buntstift in einem Malbüchlein Felder ausmalen, weil sie das Leben nicht der Zahn. Da hocken sie da. Ja. Nein, die haben sie in Kärnten verboten, die Mandalas. Nein, die gibt's nicht. In Kärnten wurden sie verboten, weil sie nicht korrekt gegendert waren. Da sind die Kärntner sind eine in die Buchhandlung. Eine Frage. Habt ihr die Malbücher auch für Weiberl, aber draußen liegen Leute für Mandala? Ja, das war für die Würste, das hat alles nichts gebracht. Nicht? Mein Mandala-Bücher klebt drei Minuten, da war ein Panda-Bär zum Ausmalen, das habe ich gleich weggehauen. Schwarz-Weiß, aber es ist gleich fertig. Dann hat sie mich. Heimtückischerweise hat es mich angemeldet zum Heiltöpfern Teil 1. Heiltöpfern. Der Töpfermeister, der Seminarleiter, ein Schlagler zum Quadrat. Ja? Wahnsinn, der hätte selber ein Seminar gebraucht. Heute machen wir eine Vase. Ja, und die Vase, die kriegt auch einen Namen, damit wir einen Bezug zum Werkstück aufbauen. Und tun wir töpfern, die haben sich reingestrahlt, die haben töpfert, sind gesessen den ganzen Tag, die haben mit den Gatschhänden gesessen, haben töpfert. Ich war fertig. Wissen Sie, was die für tolle Vasen zusammengebracht haben? Ich hab's nicht gepackt. Da ist auf einmal gestanden die Kiribati, die Serengeti, die Toskana. Meine Vasen hat geheißen Wolfgang. Das war mehr so eine Schüssel. Das war mir ist nichts anderes eingefallen. Was soll ich machen? Das war so.
Dann haben wir gleich gestritten, der Töpfermeister und ich. Nicht? War eine kleine Diskussion im Gange. Nicht? Ich bitte Sie, das ist ja keine Vase, das ist eine Schüssel. Sag ich, in meiner Welt ist es aber eine Vase. Nein, ich kann das beurteilen. Sag ich, darf ich es beurteilen? Darf ich meine Kreativität ausleben, wie ich möchte? Das ist eine Schüssel, das ist eine Vase. Schüssel, Vasen, Schüssel, Vasen, das ist aber hinter. Dann hat er mich rausgehauen. Ja, ich musste den Kurs verlassen. Hat er mich, gut, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen im Ton vergriffen. Ich weiß, das dauert ein bisschen. Das ist, ich habe es beim Schreiben auch nicht gleich verstanden. Nein, das war eh okay. Nicht? Aber meine Frau war ein bisschen angefressen, die hat den Kurs brennt. Nicht? Und dann hat es natürlich daheim hat's gleich aufgelegt, die Yoga-Platte. Herzi, probier es halt einmal. Das geht doch so gut. Magst du das nicht? Ich sage, bitte, Elke, ich will nicht. Ich mag es nicht, es interessiert mich nicht. Ich verstehe das. Sie hat wirklich eine Leidenschaft fürs Yoga entdeckt. Seit 8 Jahren macht die Yoga, aber Pussyfein. Also die kann Figuren, das denkt man, das gibt es ja nicht. Ja? Jeden Tag in der Früh auf der grünen Gummimatte, da grüßt sie so abwärtsgerichtete Sonnenhunde, macht irgendwelche Grüße, ja, und steht da wie ein Brucken und auf einmal denkt man, was ist denn das? Das ist meine Frau, Wahnsinn, ganz angewinkelt ist da und zeigt mir auch immer ihre neuen Figuren. Das ist ein Baum, schau, das ist der Baum. Ja, super, wenn ich einen Baum mache, schifft mir nicht einmal der Hund vom Nachbarn an. Nicht? Dass ich es ist mir auch wurscht, ja, aber sag ich, mach du deins, ich mach meins. Ja. Nein, wir machen eh so wenig gemeinsam. Wir müssen mehr gemeinsam, fast halt damit. Ich fahre immer, also einmal im Quartal macht sie so ein Yoga, so ein Esoterik-Wochenende. Nicht? So ein ganz so erleuchtetes Selbstfindungswochenende. Da fahrt sie immer zur Helene. Die Helene, die hat so einen Kraftort. Und die Helene, die ist ganz glücklich und die strahlt auch so von innen nach außen und die tut alles ausbändeln, die Helene. Die tut alles. Wirklich, die steht, die kriegt so eine Pendlerpauschale, was von Neustadt am Semmering fährt. Die verbringt jeden Tag eine Stunde vom Kosten, weil sie ausbändelt, in welchem Partyklall die beste Energie drin ist. Tut alles ausbändeln, ja. Und meine Frau fährt dann immer, fast halt einmal mit, Herz, das wird dir gefallen. Ja, sag ich, gut, fahren wir mit, nicht, was hilft es nicht, schaut es nicht. Ne, fahren wir rauf, ne, das hat schon ganz schlecht begonnen, das Esoterik-Wochenende. Wir haben gleich einmal gestritten, wie ich mich eingepackt habe bei der Helene. Sag einmal, kannst du einmal packen, wie normale Menschen packen? Geht das oder ist das zu viel verlangt? Wie packen normale Menschen? Na, vielleicht nicht im Gemüsegarten von anderen Leuten. Na, fahrst jetzt bitte aus, da, bevor es aus Sicht. Wenn es eine gute Esoterikerin ist, hat sie es gespürt. Ich bitte dich vor Aussehen. Ja, ich fahre eh aus. Klack, klack, einen Treif. Jetzt müssen Sie aber wissen, das ist eine wichtige Information. Wir sind dort angereist zu diesem Esoterik-Wochenende mit einem Dodge Ram. Ja? Das ist so. So ein Pickup, so ein Geländewagen, meiner ist nicht ganz original, der hat ein bisschen so ein Geländevorwerk, nicht, mit so großen Schlammrädern drauf, ein bisschen höher gesetzt, dieser schwarz matt foliert, schwarze Scheiben, nicht, und hinten auf der Scheibe, wo ich oben stehe, jage nicht, was du nicht töten kannst. Ein Raumschutz habe ich vorn drauf und so eine Lichtergalerie am Dachl oben und so Sidepipes verchromt, aber die echten, nicht die Provierspatzel vom Forstinger, die kleinen, nicht, sondern die richten, die kriegst du nur in Amerika, die sind in Europa nicht zugelassen, weil nicht EU-konform, in Amerika haben sie mir geschickt, das sind richtige Real, da musst du schon ein Gitter drauf tun, dass da die Sandler nicht reinkrallen. Also das ist. Und ist natürlich in Zeiten von Political Correctness ein sehr sozial unverträgliches Fahrzeug, vor allem für Menschen wie die Helene, nicht, die mit so einem kleinen, glücklich laktosefrei lackierten Hybrid-Plug-in klein Elektro spooky wookie vorzum. Und wenn du mit dem Ram hinkommst, das ist ein bisschen wie wenn du in einem katholischen Gottesdienst ein Kondom aufblasen tätst. Nur, jetzt hat sich der Ram im Zuge der Diskutiererei vor Asse, hat sich der Ram gedacht, na, da bleiben wir und hat einmal in dem Gemüsegarten Sitz gemacht. Ja? Nur wenn 2,8 Tonnen einmal Sitz machen, sitzen die. Also man kann schon versuchen, das Fahrzeug rauszumanövrieren, aber nicht gleich. Also diese feuchte Erde des Gemüsegartens ist nicht der ideale Untergrund für so ein Gerät. Nicht? Das muss man natürlich auch bei 401 PS das Gaspedal wohl dosieren. Und ich war vielleicht, das hat alles nicht zusammengepasst. Ich war natürlich auch emotional ein bisschen in einer aufgewühlten Stimmung. Ich war ein bisschen aufgekratzt und habe das Gaspedal vielleicht ein Hauchel, vielleicht habe ich zu viel und die Rallen.
den Rädern mache ich keinen Vorwurf. Ja? Also die kennen am wenigsten dafür, weil die haben nur das gemacht, wofür sie eigentlich geboren wurden, nämlich sich im Kreise zu drehen, allerdings ohne Fortkommen. Jetzt hat sich der Ram in den Gemüsegarten. Hör auf, Herrst! Da hat es ausgeschaut, hinten. Da hat es ausgespritzt, hinten. Ihr habt das gesehen? Schlamm, Gatsch, Zucchini, Melanzani, Zwiefeln. Wirklich, die Helene hat in 5 Minuten eine Ratatouille auf der Fassade bieten gehabt. Ist natürlich aufgrund des V8-Klangs, ist gleich ausgegrenzt, kommen mit den einer Waldviertler mit dem Batik-Pyjama, nicht? Jösses Marant Josef, was macht denn der? Frau Helene, locker bleiben, ich will einen Pool ausgeräumt, brauchst nur betonieren, gell? Da hat's ausgeschaut in dem Gemüsegarten, die muss geglaubt haben, sie ist in einem Albtraum von Hieronymus Bosch, ja? Das war ein Irrsinn, ne? Die ist gleich reingerannt ins Haus wie ein aufgescheuchtes Händel mit dem Aura-Spray. Überall Räucherstäbchen, Räucherstäbchen. Für die Aura ist gleich gestanden, die war überhaupt nicht mehr auspendelt, das soll man dumm gerennt. Nicht? Dann komme ich rein ins Haus, denke mir, super, Räucherstäbchen, wunderbar. Da ist Rauchverbot, ja? Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, habe ich nicht gesehen, aber in so einen messingfarbenen Aschenbecher habe ich ausgedämpft, das war eine ganz seltene Klangschale aus Nepal. Na, dann haben wir uns alle im Sitzkreis auf so einer Patchwork-Decke, sind sie alle gesessen mit den selber gestrickten Wollsocken, mit dem Batikwandel, mit den fetten Haaren, die Nickelbrühen haben sie alle angelacht. Ich genau vis-à-vis von der Helene. So. Also. Benennt einmal eure Kraftorte. Was? Deine Kraftorte. Meine Kraftorte, Schwarzwälder Kirsch von mir aus. Ich kann Ihnen Ihr Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom auch wegtrommeln. Können Sie auch heute saufen, ich mich auch heute rauche, ich mich auf der Blockflöte spielen. Und wir sind schon wieder heimgefahren, ne? Na, da war dann noch eine schlechtere Stimmung wie nach der Vernissage. Am nächsten Tag hat die Helene meine Frau angerufen. Sie wollte nur sagen, dass mein Karma das Haus auf 8 Jahre kontaminiert hat. Jetzt rennen jeden Tag 3 Schamanen mit dem Weihrauch durch. Aber das wird nichts mehr helfen. Ne? Und der, ja, ich habe gesagt, Elke, weißt du, ich habe von vornherein gesagt, gruppendynamisch werde dort nicht hinpassen. Los mit daheim. Nein, wir machen eh so wenig gemeinsam, Herz. Aber ich habe ja alles daheim. Ich mache ein Yoga-Seminar, ich habe mein Amazon Prime. Ich würde nicht fahren. Ja, mach mal. Nein, da müssen wir mitfahren. Wissen Sie, was da los war zu Hause? Wie ich gesagt habe, ich mache das. Ich nehme das in Anspruch, dieses staatliche Angebot. Na, die hat das nicht verstanden. Das, sag einmal, spinnst denn du? Ja, spinnst denn du? Du gehst ins Gefängnis? Na, ich glaube bei dir, na, du hast dann, na, sag einmal, na, das kannst du doch gar nicht erlauben. Du stehst in der Öffentlichkeit, bitte, ja? Ich meine, nicht böse an die Leute, reißen sie doch die Pappen. Und? Elke, Leute, die hinter meinem Rücken schlecht über mich reden, die sind gleich in der idealen Position, dass sie mir im Arsch lecken. Herr Gott, noch einmal, tu mir das nicht an. Du kennst so viele Leute. Da wird dir doch wer helfen können, bitte. Ja, werden. Wer hilft dir denn? Da, schauen wir gleich. Ruf mal gleich an, wenn wir... Wem hilft da? Der Herr Bürgermeister, Ex-Bürgermeister, muss man mittlerweile sagen, ist ja nicht mehr erreichbar. Nicht? Ist ja da, da hat die Sekretärin noch abgehoben. Nein, nein, der Herr Bürgermeister ist nicht mehr im Amt. Nein, der ist heute beim Tierarzt. Sag ich, was tut er, seinen Koda auskurieren, oder was? nein, das wird noch was. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man aus dem Wort Regierung auch genug Irre schreiben könnte? Wirklich, wissen Sie, wo mir das aufgefallen ist? Bei einer Buchstabensuppe. Ja, nein, ich tue so ein bisschen Wörter gern bilden, so mit am Tellerrand, so mit den Teigbuchstaben, so wäre so ein bisschen ein Hobby von mir, da tue ich gern schreiben. Nicht? Da habe ich geschrieben, in der Regierung, habe ein paar Buchstaben umtauscht, auf einmal standen genug Irre. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich bin eingekippt, da habe ich nicht mehr aufhören können zum Schreiben. Leben, Verkehr drum Nebel, eine Botschaft und dann wie es aus. Dann habe ich nur mehr geschrieben, da habe ich kleine Essays verfasst, Kurzromane.
Ich habe nicht mehr aufhören können. Ich habe nur mehr geschrieben, auf der Suppen geschrieben. Mein erstes Soloprogramm habe ich auf der Suppen geschrieben. Ich schwöre, das sage ich normal nicht. Das müsst ihr ausschneiden, weil da holen sie mit der Nichtraucherjacken. Ist ein Wahnsinn. Ich habe 18 Dollar gebraucht, bis das Programm fertig war. Chatleg für Anfänger, habe ich auf der Suppen geschrieben. Ist ein Wahnsinn gewesen. 18 Teller. Gut, mir war schlecht auch nachher. Ne? Da habe ich das ganze Programm am Tisch gespielt. Das war dann gebrochenes Deutsch. Ja, nein, das, bei den Buchstabensuppen muss man ein bisschen aufpassen. Also das war dann bei mir nicht mehr so, dass man sagt, nein, der isst es halt gern, das war Sucht. Ich war abhängig, ich habe nicht mehr aufhören können. Wirklich, ich war schon bei den anonymen Alphabetiker dann. Und da hat mein Ernährungsberater gesagt, sie müssen wirklich die Ernährung radikal umstellen. Habe ich auch gemacht, ich bin dann eigentlich komplett umgeschwenkt aufs chinesische Essen. Das ist auch so ein bisschen eine Passion von mir, das chinesische an sich, das Wesen und das Volk, das liegt mir total und das Essen, das schmeckt mir sehr gut. Ich bin dann immer gegangen bei uns im Ort zum Herrn Ding, das ist so der hiesige China-Restaurantbetreiber, der heißt halt Ding, nicht? Und der ist sehr nett und da isst man so hervorragend. Nicht? Man kommt rein und die freien sich, oh, Herr Gerichter, heute auch wieder da, hallo und so. Die sind so lieb. Das ist, da bestelle ich mir immer ein B2 mit einem G3 aufgespritzt auf ein G5. Und ja, wenn man, nein, das ist toll. Da gibt es auch Belohnungen, wenn man brav zusammengegessen hat. Ja, da gibt es dann meistens so einen warmen Pflaumenschnaps oder optional so ein Glückskeksel in so einem goldenen Staniol. Und diese Glückskeksel sind super. Also die Keksel nicht, die kann man sich einrechsen, die schmecken ein bisschen wie die Weihnachtsbäckerei aus dem 83er Jahr. Aber die Chinesen sind ja sehr weise, nicht? Das ist ein altes Volk. Und die haben in diese Glückskeksel verpackt so Zetteln. Und da stehen diese Weisheiten drauf, nach denen man leben soll. Und da stehen wirklich tolle Weisheiten drauf. Also zum Beispiel, bei mir ist einmal draufgestanden, Geld allein macht nicht glücklich. Und ich habe gedacht, na gut, der Herr Ding wird es wissen. Und ich wollte ihn auch nicht verärgern, wenn ihm Geld nicht glücklich macht. Und bin aufgestanden und heimgefahren. Es ist nur, man muss das ein bisschen differenziert betrachten, diese Weisheiten, weil so glücklich war der gar nicht. Und hat man in der Sekunde zwei seiner Kellner aufs Fahrrad gesetzt und die sind wir nachgefahren. Und aber gegen einen Chinesen am Radl bist du immer Zweiter. Also die wachsen am Radl auf und der hat E-Bikes auch noch gehabt für die zwei Kölner. Und die sind wir nachgefahren. Das kannst du vergessen, du hast keine Chance. Da fährst in der Innenstadt an 50er, der fährt da mit dem Radl neben dir, klopft an die Scheibe. Hallo, da hat er nicht bezahlt. Hallo. Da hat er nicht bezahlt. Ich habe die nicht abschütteln können. Die sind wir bis heim, sind wir die nachgefahren. Und ich habe mir gedacht, na gut, bieten wir es einmal herein, sage ich, Gentlemen, besprechen wir das vielleicht drinnen, in aller Ruhe, sind es kleine gekommen. Nur was ich vergessen habe, die Chinesen leben ja streng nach dem Feng Shui-Prinzip. Ja? Und bei uns ist aber nichts Feng Shui. Ich weiß nicht, sind Sie da ein bisschen firm beim Feng Shui? Da geht es primär um die Harmonisierung zwischen Gegenständen und Wasser. Nicht? Also Feng und Shui, also das Qi Shui muss fließen können. Nur bei uns, da fließt nichts, da ist nichts Chinesisch, da ist alles Schwedisch. Also das sind diese... Na, und denen hat es gleich die Ketten rausgehauen. Ah, der Qi Shui nie gut da. Sag ich, verzeihen Sie, der Qi Shui nie gut da. Sag ich, was für ein Skischui? Wir haben kein Skischui, da ist kein Skischui. Nein. Das Qi Shui konnte nicht fließen. Jetzt hat er mir gleich mit so einem dicken roten Filzstift, hat er mir überall, wo bei uns energetisch ein Ecken war, nein, hat er mir ein Kreuzel hingemacht, dass er da die Qi Shui nie gut da hat. Da beim Tisch, bei den quadratischen Fliesen, beim Kachelofen, beim Flatscreen, überall. Wir waren energetisch in akuter Lebensgefahr. Ich habe das nicht gewusst. Dann rennen die auch noch auf, in Halbstock in mein Schlafzimmer. Sage ich, Freunde, was tut's da um? Und da hat er gesehen, wir haben oben ein Wasserbett. Und hat mir mit den Fützler zweimal in das Wasserbett gestochen. Aber wir haben nicht irgendein Wasserbett. Wir haben das King Size XXL, Wild Atlantic heißt es. Da sind 32.000 Liter ionisiertes, vitalisiertes Schlafgutgranderwasser drinnen. Und da hat sich eine Flutwelle ergossen, biblischen Ausmaßes. Ein Brecher ist vom Halbstock oben über die Stirn, puff, hat der Freiheit gehabt. Ja, der Tschi-Tschui, sag ich mal, haben sie euch eingebrochen, schneibt's bei. Da ist wirklich diese Flutwelle und die hat alles mitgerissen. Da bist du machtlos, das ist, hat alles mit rausgerissen. Mein Fernseher, meine Garnitur, alles durch die zugemachte Verandatür, außer auf die Terrassen, die Waschbetonplatten unterspült. Zosch ist gegangen, oben im Hang. Wir wohnen nämlich ein bisschen exponierter in Hanglage. Unter uns die Familie Habersatter. Und der Erder Habersatter, das ist so ein ewiger Öko-Freak. Ja, das ist ja wirklich der muss glaubt haben, die Pasterzen ist geschmolzen. Da ist er wusch, alles oben. Hat natürlich alles mitgerissen, was sich dieser Welle in den Weg gestellt hat. Mein Grüler hat es mit oben gerissen. Über sein nasses Dach runter, alles, die Saatschüssel, den Raubfang, die Dachrinne, alles aus 6 Metern Höhe auf seinen im Innenhof geparkten nagelneuen Tesla. Puff, ist gestanden. Jetzt hat er gehabt sein niedriges Energieauto. Nicht? Das war.
Das war so flach, das war wie ein Bratpfann. Das war kein Tesla, das war ein Fiesler. Ja. Das war so. Da habe ich gleich runtergeschrien. Danke, Wasserkraft. Nicht? Oder, ja, na, da sind sie gleich zusammengerannt, die ganze Siedlung, die Polizei war da. Nicht? Alles Polizeihubschrauber haben sie alles angepumpt da drinnen. Nicht? Wir sind bis zu der Hüfte im Wasser gestanden. Das war eher ein grander Wasser. Trotzdem gesund, nicht? Aber war. Na, die Versicherung hat sich abputzt, mir zahlen nichts, dann müssen sie sich bei der Feng Shui-Polizei regressieren. Nicht? Na, der Gerichtsstand in Peking, sage ich, na, großartig. Nicht? Aber mit dem Feng Shui habe ich dann wirklich abgeschlossen. Nicht? Aber Essen nach wie vor gehe ich sehr gerne zum Herrn Ding. Nicht? Die sind so, ich komme nach wie vor wirklich gut mit ihm aus. Man kommt dort rein und der freut sich und hallo. Und der, die lachen auch immer, die Chinesen. Nicht? Die Japaner strahlen mehr. Aber der Chinese an sich ist ja ein sehr altes, weises, traditionelles Volk, nicht? Die haben uns auch sehr viele Weisheiten eben überliefert. Zum Beispiel, wenn du etwas haben möchtest, was du noch nie gehabt hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Da habe ich lange nicht durchgeschlafen, wirklich. Also da. Ich finde es trotzdem schade, dass wir Österreicher uns immer so klein machen, nicht? Wir haben auch sehr viele Weisheiten. Hilft es nicht, schadet es nicht. Was liegt, das biegt. Wer zahlt, schafft an. Ohne Geld kein Musi. Und wir können auch wirklich, wir Österreicher, wir sind eines der wenigen Völker in Zentraleuropa, das wirklich diffizile Inhalte präzisieren kann. Wir bringen es einfach an den Punkt. Und? Arsch. Also, wissen Sie, da gibt es kein. Und wir brauchen auch nicht ewig reden, um irgendwas klarzustellen. Ja? Wenn was nicht, da gibt wirklich schwierige Inhalte. Ist nicht, ist nicht. Das ist auch so eine österreichische Weisheit auch. Ne? Und das geht sich ja in einem Gespräch super aus. Nicht? Hörst du, wenn es nicht ist, ist es nicht. Ja, ey, ist nicht, ist nicht. Das ist Positive, das wohnt uns inne. Ne? Diese sich nicht der Ist-Situation widerstandslos ergeben. Wir bocken es einfach auf, wir sagen, jawohl. Es geht sich in einem Gespräch wirklich toll aus, so Weisheiten zu verpacken. Wir können auch, ich glaube nicht, dass es nur ein Volk in Europa gibt, das eine Frage mit einer Feststellung in einem Satz koppeln kann. Was willst du machen? Du kannst eh nichts machen. Gar nichts kannst du machen. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Nee, ist nicht. Gefällt mir. Was auch so eine wahnsinnig tolle Weisheit aus Österreich ist, zu jedem Topf passt der Deckel. Die Weisheit gibt es in China nicht. Da würde sie anders heißen. Da würde man sagen, in jedem Topf passt der Dackel. Naja, weil die natürlich entgegen unserer Kulinarik die Hunde halt essen. Nicht? Also wir pflegen sie, führen sie Gassi, die essen es halt nicht. Warum auch nicht? Einmal so ein Schnitzel nach Rottweiler Ort. Das Nachspeis am Pudelstrudel oder irgendwas. Oder das. Ja, das gefällt mir gut. Das ist ein Volk von Philosophen, Poeten, Dichter, Denker. Haben wir auch in Österreich, ne? Wolfgang Ambros. Ist mehr so ein Dichter-Denker, aber das, ich glaube, das. Also. Und ich glaube trotzdem, dass wir nicht mehr imstande sind, diesen jahrtausendealten Kulturvorsprung noch aufzuholen. Nicht? Die sprechen Mandarin, wir fressen es als Obst. Was? Das ist. Wenn wir sagen Reißverschluss, hat der Verstopfung. Also das. Bitte, ich weiß natürlich nicht, ob das alles stimmt, was ich da jetzt erzähle. Also das, ich habe es auch nur gelesen. Ich meine, mir kann man bald was einreden. Ich glaube bald was. Also ich bin jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, sie würde gerne mal in Venedig mit einer Gondel fahren. Ich habe gesagt, ich habe nicht einmal gewusst, dass die eine Seilbahn haben. Nicht? Also, aber ich merke, jetzt sind schon ein bisschen lockerer. Gell? Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Jetzt ist schon. Ja, am Anfang war es doch ein bisschen geschreckt auch. Nicht? Und die vielen Kameras und der Aufseher und man weiß ja nicht und wie wird das werden und Haft und wie ist das noch und wo bin ich da reingeschlittert. Wahnsinn, aber jetzt sind sie entspannt, das gefällt mir. Sie noch nicht, gell? Sie schauen ein bisschen angestrengt. Ja, Sie schauen. Alles gut? Waren Sie in der Pause am Klo oder irgendwas? Ist Ihnen die Safo weggeflogen?
Also das muss ich schon dazu sagen, das ist ganz wichtig im Vollzug. Das ist eine wesentliche Information. Im Nassbereich bitte nicht bücken, gell? Das ist... Es gibt so Do's and Don'ts. Also die Saft bleibt liegen, da buckt man sie nicht. Das lernt man eh relativ rasch, nicht? Aber es gibt so Grundsätze, nicht? Also zum Beispiel, es bringt auch nichts im Vollzug, wenn man mit dem Rücken zur Wand liegt, wenn beim Schlafen der Mund offen ist. Ja? Das sind so Basics. Das sind so Learning by doing. Nein, aber jetzt einmal ganz ehrlich, in Wahrheit dürfte ja die Gefangenschaft niemandem wirklich was ausmachen. Nicht? Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen verhaftet. Jeder ist ja irgendwie verhaftet. Der eine in der Ehe, der andere im Job, in der Beziehung. Man ist ja ein bisschen verhofft, ist man immer. Das ist ja, man kann ja nicht so, wie man gern wollte, dass man tät, dass man sagt, dass man, nicht, wenn es nicht mehr ist, dass du sagst, ist es nicht. Dass man, nicht, das ist ja, ganz genau genommen beginnt ja der Zyklus des Lebens in einer Zelle. Nicht? Wenn man da jetzt wirklich, nicht, fängt ja in einer Zelle, haben wir ja alle angefangen in einer Zelle. Also das ist ja, und ich habe gleich mal gekriegt, 9 Monate unbedingt. Über, ja, 9 Monate. Ich habe geschaut, dass ich rauskomme, weil das war, nein, die Gefängnisse, die Verpflegung war nicht meins. Das Essen da drin, das war Salzgurken-Schokolade. 1 Liter Eis pro Woche. Wisst ihr, was bist du frisch wird unten? 1 Liter. Ne? Ich habe ja nichts angehabt. Ne? Also ich habe. Ich dachte, nein, ich muss aussehen. Nicht? Und hab gleich im Mutterleib, da war schon die Rotzpippen-DNA ein bisschen vorgegeben. Da waren schon kleine Vergeltungsschläge, habe ich gestartet. Ja, ich habe ihnen nämlich nie gesagt, was ich wirklich bin. Immer wenn die Mama zur Vorsorgeuntersuchung gegangen ist, zum Gynäkologen, da habe ich auch ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu der Berufsgruppe. Nein, die Gynäkologen, da weiß ich nicht. Das ist irgendwie, die suchen Probleme, wo andere ihr Klick finden. Da... Jedenfalls habe ich immer gelauscht von drinnen, habe ich einer zugehört, was da gesprochen wird. Und die Mama ist immer gegangen. Und Herr Doktor, sieht man schon was? Und da ist er mit dem Ultraschall so über den Bauch gefahren. Hat er gesagt, naja, das wird ein Buberl. Und ich habe gehört Buberl und habe das Spatzl gleich zugehalten. Drinnen. Nicht? Habe ich, nein, Moment, da nicht. Wird ein Mädel. Habe ich gehört Mädel, habe ich es hergezeigt. Nein, warte, jetzt habe ich es. Ein Buberl. Habe ich es wieder zugehalten. Nein, Mädel. Buberl. Die habe ich auf Sears gehabt. Die habe ich monatelang, die habe ich angeprüft. Mein Papa steht ja wegen der Aktion heute noch im Guinness Buch der Rekorde. Es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der öfter ein Zimmer ausgemalt hat wie er. Ne? Monatelang. Rosa, hellblau. Rosa, hellblau. Ja. Oder wie ich dann auf die Welt gekommen bin, da war das Zimmer gerade rosa. Ja. Ja, ich bin ein bisschen zu früh gekommen. Damals schon. Nein. Und dem Papa war es dann auch schon zu blöd. Er hat gesagt, nein, jetzt mal dann nicht mehr aus, das bleibt rosa. Dann heißt er halt Alexa, ist mir wurscht. Eingesperrt haben sie mich auch gleich wieder. Kam halt raus, monatelang inhaftiert, war ich gleich wieder drin, hinter Gittern. Ich habe hinter Gittern, bin ich munter geworden. Schlafen gehe hinter Gitter, aufwachen hinter Gitter, ich habe nur Gitter gesehen, Gitter. Und das hat sich auch nicht gebessert, da habe ich schon ein bisschen gehen können, so mit 14, 15 Monaten habe ich schon ein bisschen gehen können, auf einmal war die Köllerstirn vergittert. Die Kellerstiege mit einer Gittertür, mit 14 Monaten. Was haben Sie geglaubt, dass ich runtergehe und mir sage Erdäpfchen oder was? Haben Sie mal... Und da habe ich mich geärgert. Und da habe ich dann zu Fleiß, habe ich so lang im rosanen Zimmer mit Barbiepuppen gespielt und Rockerlautsong und Lippenstift und so, bis der Papa ins Bauhaus gefahren ist um eine blaue Farbe. Da habe ich dann aber schon das Moped gehabt. Ne? Ja, deswegen ist ja auch mein Therapeut der Meinung, dass ich ein bisschen ein Kindheitstrauma habe. Ne? Also der Therapeut meint, das ist so eine nicht zu Ende gelebte Trotzphase. Ja, teile ich nicht ganz die Ansicht. Also ich glaube, das ist, ich habe ein Trauma, das weiß ich, aber das hat mit der Trotzphase nichts zu tun. Das liegt bei mir eher an einem Kinderfasching im Kindergarten. Da war, ja, im Kindergarten hat die Tante Elisabeth hat ein Kinderfasching gemacht. Ja? Und da waren alle Kinder verkleidet. Und da ist gesessen ein Cowboy, ein Zorro, ein Ritter, ein Pirat, ein Indianer und eine Biene Meier. Ich meine, ich muss jetzt nicht extra dazu sagen, wer die Biene Meier war. Ne? Und glauben Sie mir, das tut etwas mit der Psyche von einem 5-jährigen Buben.
wenn alle da stehen mit den Saben und die Augen kloppen und die Revolver und Sheriff stehen und du stehst da mit den Füllern und den Fliege. Mit der gelb-schwarzen Styroporkiste, nicht? Wenn's... Und da denke ich mir, was denken Sie Eltern, dass man einen Buben als Biene Meier in einen Kinderfasching schickt? Und da habe ich mir, die haben mich so geärgert damals, habe ich mir gedacht, na wart's, für die Aktion stecke ich euch einmal ins Heim, wenn ihr alt seid. Ja. Und wissen Sie, was mir auch sehr schnell klar wurde? Nochmal wird sich das nicht ausgehen. Also noch so einen Lapsus brauche ich mir nicht erlauben. Ja, weil wenn in der ersten Klasse Volksschule, wenn wieder die Mama übers Kostüm entscheidet, dann habe ich wahrscheinlich Chancen, dass ich als Schneewittchen oder Hustinettenbär daherkomme. Dann habe ich meine erste Freundin mit 37. Und da habe ich gewusst, nein, wir brauchen jetzt einen neuen Plan. Und da habe ich gleich die Instanz Mama übersprungen. Da bin ich gleich zur Oma gegangen, gleich zum Chef von der Mama. Ja, 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 da habe ich gesagt, da reden wir gleich mit dem Schmied, nicht mit dem Schmiedl. Ja? Da habe ich gesagt, Oma, in der ersten Klasse Volksschule im Kinderfasching, da gehe ich als Superman, als Clark Kent. Nur die Oma hat den Clark leider nicht kennt. Hat aber natürlich in der großmütterlichen Güte, wie die Omis halt so sind, hat es gleich angefangen, für den Burli das Kostüm zu schneidern. Ja, heute wissen wir, gut gemeint ist natürlich nicht gut gemacht. Es war ein netter Versuch, aber mein Superman-Kostüm war mehr so, ja, ich habe angehabt, so eine dunkelblaue Pickstrumpfhosen, eine Blickdichte. Dann hat es mir eine rosane Flanellunterflagge drüber angezogen mit der Sicherheitsnadel hinten zusammen vom Opa, weil es mir zu groß war, so ein Unterflötz war das. Ein hellblaues Frottee-Pyjama-Oberteil. Mit einem gelben S aus Tüll, aber verkehrt, das war ein Fragezeichen, das war kein S. Und ein Cape habe ich gekriegt, das war ein zart rosaner Polyester-Duschvorhang mit 101 Dalmatinern drauf. Also das war, es war nicht wirklich ein Superman-Gewandel, es war so prima Ballerina mit dem Regengewandel vom Tierschutzhaus. Das war so, also bei einer Travestie-Party bist du wahrscheinlich Tagessieger, beim Kinderforschung bist du Letzter im Kalender. Nicht? Und ich habe natürlich gleich gewarnt, nicht? Weil der Papa ist heimgekommen von der Arbeit und hat mich gesehen, wie er dann, was ist mit dir, was bist du, was ist aus der Welt verloren? Ich bin der Superman. Du bist der She-Man. Der war pädagogisch auch sehr ausgebildet, also der hat gewusst, wie man Kinder motiviert. Nein, ich habe gehört She-Man und bin gleich zusammengebrochen. Ich habe gedacht, ich will gar She-Man sein. Also wann dann He-Man? Habe ich gesagt, okay, He-Man, das geht. He-Man geht sich aus, der He-Man. Das war so ein Idol meiner Kindheit. Der ist so Anfang der 80er Jahre ist der rausgekommen, der He-Man. Und das war so ein blonder Hühner. Der hat geheißt Masters of the Universe. Und der He-Man war der Titelheld. So ein Aufbloser, also mit so einer Prinz-Eisenherz-Frisur und dann Lederstirnbandel hat der gehabt und solche Asteln und 8 Würfen da und Traversen. Der He-Man, der ist um den Dom gerannt mit so einem Riesenschwert und der gab so einen Behänder. Und wenn der wo auftaucht ist, da war die Luft Testosteron geschwängert. Wie wenn der Erwin Bröllbo auftaucht ist, nicht? Da wird nicht nur die Luft geschwängert. Aber beim He-Man, und ich hab damals ein bisschen ausgeschaut wie der He-Man, das war mein Krieg, ja, also in meiner Fantasie habe ich ausgeschaut wie der He-Man, in echt natürlich nicht, weil mit 6 Jahren bist du noch nicht 100% austrainiert. Ich habe eigentlich mehr so ausgeschaut, ein bisschen wie der Gegenspieler vom He-Man, der Skeletor, wenn Sie sich noch erinnern, das war so eine Pinocchio-Figur habe ich gehabt, nicht? Und diese dunkelblaue Pickstrumpfhosen, die hat er diese Gagausprudler auch noch so akzentuiert. Nicht? Ich bin, wirklich, der Papa hat immer gesagt, der Bub hat mit dem Storch geschnopft und die Haxen gewonnen. Nicht? Das war, ja. Und das hat sich auch nicht wirklich gebessert. Gell? Das ist nicht besser geworden. Ich hadere heute noch mit meinen Beinen. Das ist furchtbar. Deswegen trage ich auch immer so weite Hosen, weil das, ich habe keine Oberschenkel schon sehr, wenn ich das zurückziehe. Das ist ja kein, was? Das ist ein Oberschenkel, das ist ein Häkel. Das ist ein, wenn ich die Hosen runterziehe, glauben sie, ich bin heimgegangen. Na wirklich, das ist kein Witz jetzt. Ich habe einmal gespielt, ein Charity-Gickerl für Licht ins Dunkel in der Wiener Stadthalle. Fußballmatch war das. Ja, so ein Fußballmatch. Und da habe ich gespielt in der Mannschaft mit dem Nia, mit dem Viktor Gernot, mit dem Wittersäck und mit dem Andi Herzog. Also 4 Lustiger und einer, der es kann. Wir sitzen in der Garderobe. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, wieso schaut mir der Herzog die ganze Zeit an? Alle mit den kurzen Hosen und der schaut mir die ganze Zeit an. Ich denke mir, was ist mit denen? Auf einmal sagt er, erst lange, eine Frage. Hat die Operation eigentlich weiter? Ich denke mir, was für Operation? Ich habe keine einzige Norm. Ne? Sag ich, was meinst du, was für Operation? Wirst du die Wahlen rausnehmen auslassen? Ja. Was hätte ich denn machen sollen?
Mit 6 Jahren? Du darfst in kein Fitnesscenter, da kannst du mit dem Rucksack, mit der Schultasche kannst Kniebeugen machen, bis dir der Hunger vertreibt. Und dann wieder heim, habe ich gefunden, wir haben so einen VHS-Videorekorder gehabt und da ist eine Kassette umgegangen und da ist umgestanden, Conan der Papa. Da hat Natascha gleich auf Play gedruckt und da ist einmal dunkel, da habe ich schon damals gewusst nicht. Das ist der Destroyer. Das ist der hat mir voll getaugt und der war, boom, die steirische Eiche und der war richtig, das war so. Und da habe ich gewusst, das ist es, ja, weil die Bodybuilder, die ernähren sich auch artgerecht. So komme ich zu meinem He-Man-Body. Ne? Da habe ich gleich meine Ernährung umgestellt, habe ich zur Mama gesagt, sage ich, Mama, in die Volksschule gibst du mir keine so Schokoriegel mehr mit, sondern Eiweißriegel. Ja? Und dann habe ich mir einen Termin beim Direktor der Volksschule ausgemacht, weil ich fragen wollte, ob ich umsteigen darf von Vanillemilch auf Aminosäuren. Ja? So einen Termin beim Direktor hat man auch relativ rasch bekommen damals. Einfach einmal einen Lehrer fragen, was er hauptberuflich macht. Ne? Ja. Hast gleich einen Termin gehabt, ne? Also das war eine der vielen Möglichkeiten, einen Termin in der Direktionskanzlei zu erhaschen. Nicht? Das war, da gab es mehrere Möglichkeiten. Was auch sehr schnell zu einem Termin beim Direx geführt hat, war, wenn du in der großen 10-Uhr-Pause den Streber der Klasse in Whisky-Wein reingestopft hast. Nicht? Und wenn er drin war, dann fest ausgreifen. Also ausgreifen, das war ganz wichtig. Nicht? Das war, ist nur ein Begriff, ausgreifen, glaube ich. Nicht? Das war, ich glaube, das hat, oder haben sicher noch ausgreifen müssen. Man ist ein bisschen abgekommen wieder davon, aber das war in meiner Schulzeit eigentlich ein sehr probates Mittel, um die Zwischenmenschlichkeit ein bisschen zu fördern. In erster Linie war es natürlich dazu da, dass man die Hierarchien klärt, also wenn du damals ausgegriffen worden bist, hast du heute eine Tourenhecken und saufst sie extra raus, nicht? Aber, ja. Ja, das, ich weiß schon, das ist heute gesellschaftlich nicht mehr tragfähig ausgreifen, nicht? Aber damals, nicht, es war normal. Also, ich meine, ich würde jetzt auch nicht von einem Brauchtum sprechen, ja, verstehen Sie mich? Nicht falsch, aber es war üblich. Nicht? Und meistens ist immer nur einer ausgegriffen worden. Nicht? Das war halt der Streber, der Klasse, der immer ganz vorn gesessen ist und ihm alles gewusst hat. Nicht? Und das war bei uns der Gruber Martin, hat der geheißen. Das war so ein bisschen ein dicklicherer Bub. Mit so ganz roten Haaren, Sommersprossen hat er gehabt und der hat geschwitzt ohne Ende. Also im Winter, Jänner, Februar, minus 11 Grad, der hat zwei Nickelpullover voll geschwitzt, nicht? Der hat immer geschwitzt und ist auch immer von der Mutti vor der Schule, nicht? Ist immer abgeholt worden und hinbracht worden und hat immer einen Bussi am Mund bekommen vor alle anderen Buben, nicht? Also der hat schon das volle Randgruppenpotenzial ausgeschöpft auch, nicht? Also das war. Und natürlich, wir waren auch garstig zu ihm, wir waren wirklich ein Gefraster, wir waren eine Bande, nicht? Und Wenn der eine gelbe Jacke angehabt hat, hast du nicht gewusst, kommt der Gruber, kommt der Schulbus. Also das war immer sehr, geht heute alles nicht mehr, ist mir klar nicht. Heute werden Probleme in der Klasse wegdiskutiert im Sitzkreis oder weggetanzt, je nach Schulmodell. Bei uns war es ein bisschen anders, nicht am Pausenhof, da war noch das Faustrecht, nicht, da hast du halt einen Gurgelpuncher gekriegt, wenn du das Jausel nicht hergeben hast, oder einen Möllbracker oder einen Jackepuff oder einen Eisenbahner, wo es halt gerade en vogue war, nicht, aber das Ausgreifen war eigentlich immer so als Beiwagerl dabei, also ein Watschen und Ausgreifen, also das war normal eigentlich. Nicht? Und wir waren eben eine Gang, nicht? Wir haben uns auch immer nur arge Sachen im Fernsehen angeschaut, Niklas, ein Junge geht fladern und so. Nicht? Und viel Schlatzen war halt wichtig, nicht? Dass du viel gespuckt hast. Und wenn wir mit unseren Heiräser, ja, wenn wir am Spülplatz gekommen sind und so ein Schleiferl hingelegt haben und hat es gestaubt und dann haben wir hingespuckt, nicht, da war zusammengeräumt, da haben die Großeltern die kleinen Kinder aufgekommen und haben gesagt, geben wir die Hellsenkel sind da. Ja. Man nannte uns die Hellsenkel. Nicht? Und das war. Und natürlich, klar, wenn du als Hellsenkel am Heiräser einpackst, nicht, dann musst du natürlich ein bisschen Asel haben, dann musst du was darstellen, aber ich bin ja dahergekommen wie der afrikanische Sommer lang und dir, nicht, und das war. Aber das geht nicht und ich will aber He-Man sein oder Superman oder irgendwie so erkannten halt. Ne? Und da haben wir gedacht, nein, das müssen wir anders regeln. Und dann haben wir gedacht, okay, wir werden das wenigstens mit der Frisur hinkriegen. Also körperlich wird es sich nicht ausgehen. Das neue Motto, das ich ausgerufen habe, hat gelautet, Frisur statt Figur. Und bin mit der Oma gegangen zum Salon Helga. Das war bei uns im Ort, wo ich groß geworden bin, die hiesige Friseurin, eine ältere Dame, die Frau Helga, die hat dort die Haare geschnitten, hat nicht mehr rasend gut gesehen, die Frau Helga, gell? Die hat schon so. Die hat schon ganz dicke Brühen gehabt, wirklich, die hat so ganz so dicke Brühen, die hat schon Kontaktlinsen braucht, dass du die Brühen überhaupt viere Sicht. Und da habe ich immer ein bisschen Federn gehabt, wenn die mit der Murz drum schert durch den Salon gerannt ist, nicht, da hast du einen kleinen Halsstich auch gehabt, da war ich immer ein bisschen auf der Hut.
Na, da machen mein Burli einen Stufenschnitt. Habe ich gesagt, Oma, nein, keinen Stufenschnitt. Ich habe extra mitgehabt, der Masters of the Universe Vorlage, ein Heftel, dass ich sehe, der Himmel, so schaut der aus, so würde ich hören. Die schneit und föhnt und schneit und föhnt. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, was tut die da? Nicht? Das geht sich doch hinten und vor. Und dann hat es auf einmal eine Rundbürste in der Hand und föhnt mir da so zu. Und ich denke mir schon, nein, also das ist so, das hat auch so gefedert, ja. So, na, was sagst du zum Enkel, nicht? Und ich sitze dort und schaue mir in den Spiegel und ich habe nicht ausgeschaut wie der He-Man, ich habe ausgeschaut wie die Mireille Mathieu, ja. Die hat mir einen Pagenkopf geschnitten, eingeföhnt und so einen Pony vorn auch noch eingeföhnt. Also das war, und ich meine, ich war so schon kein schönes Kind, ja. Bei Gott nicht, ich war ein schierer Hund, wirklich, ich war überhaupt nicht schön. Meine Eltern haben mich teilweise mit in die Arbeit genommen, nur damit sie mir keine Abschiedsbusse geben müssen. Ja, damals, wir sprechen da so Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er, da hat es nur schiere Kinder gegeben. Es gibt ja heute keine schieren Kinder mehr, es gibt ja keine bläden Kinder mehr. Es gibt ja noch mehr hochbegabte Kinder, nicht hochbegabte. Jeder hat ein hochintelligentes Kind, jedes Kind ist hochintelligent, der kann das Alphabet rülpsen, der muss zum Supertalent, das ist ein Genie, nicht? Das ist ja nicht mehr sicher. Na, haben sie schon mal einen Papa gehört, der gesagt hat, nein, unserer ist blöd. Na, der. Müssen wir eh schauen, gell? Wenn wir da, weiß ich gar nicht. Vielleicht zur Bahn, hä? Schon wären. Ne, ich bin Jackpot gehabt, ich war schier und blöd. Na, und die Oma geht mit der Mireille Mathieu raus aus dem Friseursalon. Und ich habe durch die verwandten Augen hab ich gar nicht gesehen, wo die hingeht. Aber im letzten Moment habe ich ein bisschen blinzelt, auf einmal sehe ich den Spülplatz, so verschwommen, so schemenhaft, die rutschen. Da habe ich gedacht, nein, bitte nicht den Spülplatz, weil die Hellsenkel, nicht? Wenn die Hellsenkel sehen mit der Matten, da bist du draußen aus der Bande. Nicht? Das ist, und das war aber so wichtig, dass man in der Bande drinnen war. Wenn du da nicht bei der Bande dabei warst, dann bist du der gewesen. Der, und man kam nicht einfach rein in die Bande, das glaubt, da gab es Aufnahmerituale. Also da hast du ja Mutproben machen müssen, mit dem BMX-Raller Stirn runterfahren oder Lianen auf Lungen rauchen oder so. Nicht? Oder die ganz harten Hellsenkel, die haben die Bands, da hab ich schon gelernt, Minstagnoli auf der Amalgamplomben gegessen. Nein, da war was. Bitte, der Gruber Martin, der wollte unbedingt bei den Hellsenkel dabei sein. Der hat gesagt, ich möchte einen Hellsenkel. Wir haben gesagt, gerne Martin, aber es gibt ein Aufnahmeritual. Du musst 500 Lakritzschnecken essen. Der hat 38 Sackerln von diesen schwarzen Gummischnecken gegessen. Oder am nächsten Vormittag ganz so als Winteraffen geschissen, nicht? Aber er war kurz. Na, über Umwege finden wir unser Zuhause. Oma mit Mireille Mathieu, wir sperren daheim auf, kommen heim. Der Papa, du bist gleich dem Papa in die Arme gerannt, nicht? Der hat mich gleich gesehen, was ist denn da? Was ist, hast du einen Zauberer geärgert, Burli? Ha? Ja, die Tränen sind gleich wieder geflossen. Ja. Mein einziges Glück war, dass der Opa da war. Der Opa war auf Besuch und wenn der Opa da war, war ein Helm da. Weil der Opa ist immer gekommen von der Nachbarortschaft. Der hat immer gehabt so ein MS, so ein Buch, so ein MS-50er Stangelbuch, war das so ein schwarze. Und hat den Helm hat er immer im Vorzimmer so schön drapiert und der Helm war perfekt. Das war nämlich so ein offener Helm und den haben wir aufgesetzt und das war so ein, der hat die Haare komplett angedeckt. Das war so ein Jet-Helm. Nicht? Da hast du die Haare nicht mehr gesehen und da ist es mir besser gegangen. Da habe ich dann wieder angefangen, nicht mehr ins Bett zu lullen und habe wieder durchgeschlafen und so. Nicht? Und bin tagelang nur mit dem Helm umgerannt. Und im Zuge dieses Helmtragens ist mir auch klar geworden, da habe ich ein bisschen Erleuchtung gehabt, da habe ich gewusst, nein, ich wäre nicht Superman, Conan oder He-Man, ich wäre Rennfahrer. Weil die Rennfahrer, das waren die wahren Helden der damaligen Zeit. Das waren wirkliche Helden. Das waren auch noch Herren. Das waren noch Rennfahrer, wo du gesagt hast, ja, das ist ein Rennfahrer. Nicht? Die haben Bärte gehabt und Hände wie Traktorsitz und ein bisschen Bauchel. Und solche Kanten war das. Nicht? Der Menzel und der Rosberg und so. Das war nicht der Inbegriff des Rennfahrers. Nicht wie heute. Das sind ja keine Rennfahrer. Haben schon mal geschaut bei einem Grand Prix, wenn die aussteigen aus dem Auto und den Helm runtertun, das glaubst du, die Buben haben früher Schuhe ausgehabt. Das ist ja mit den Brillis im Ohr und die Goldketten und zutätowiert, wie wenn er am Kurier geschlafen hätte. Ich meine, das ist ja kein. Und das waren meine Helden. Ich habe das,
Ich hab dich vergöttert, das waren die Heroen meiner Kinder, die werden nichts auslassen. Ich bin daheim gelegen am Spannteppich und habe reingeschaut im Fernseher, wenn übertragen worden ist, FS1, 14 Uhr. Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim großen Preis von Südafrika in Kialami. Ein interessantes Qualifying liegt hinter uns. Patrese, Warwick, Scheckter, Anu, De Angelis, De Cesaris, Niki Lauda leider nur auf Platz 6, hat große, große Probleme gehabt im Qualifying. Niki, was war los? Das Auto war heute nicht okay. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Setup. Von hinten der Gearbox hat nicht funktioniert. Das hat natürlich auch keinen Abpressdruck gehabt, also keine Downforce am Rear Wing. Jetzt hat das Auto natürlich nicht nach vorne performen können, war nicht competitive. Also wird natürlich relativ schwierig, dass wir da morgen nach vorne fahren. Also keine großen Probleme. Hui, hui, hui. Gerhard Berger hat auch große Schwierigkeiten gehabt. Der charismatische Tiroler. 210 Starts, 10 Siege, 200 Ausfälle. Ja, ja, kann mich erinnern. 1987, großer Preis von Italien in Monza, in Führung liegend, plötzlich ausgeschieden. Vollkommen recht, ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Ich muss ehrlich sagen, das Auto war eigentlich kompetitiv vom Start weg, aber einen guten Start erwischen. Dann bin ich ins Ersatzauto reingesetzt beim Qualifying und habe dann gesehen, da ist der dritte Gang gebrochen, der vierte Gang gebrochen, habe Ladedruckanzeige gehabt, das war zu hoch. Und da habe ich eigentlich das ganze Rennen kein Setup gefunden. Das kein Setup, bin ich in die Box reingefahren, habe gesagt, ich habe kein Setup. Die haben gesagt, wir haben auch keins, habe ich gesagt, okay. Dann bin ich wieder rausgefahren, also 6 Runden Rückstand, letzter Platz, ich bin happy mit dem Resultat, muss man zufrieden sein. Ja, ja, Gerhard Berger, also einmal mehr, keine Punkte. Schauen wir mal, wie es beim Tennis ausschaut. Davis Cup, Gerhard Zimmer, bitte. 30-40 und Thomas Muster. Thomas Muster hat diese Erstrundenparty ganz glatt gewonnen gegen Sergi Bruguera. 6-2, 6-2 und 6-3. Und da steht da bei mir der untersetzte Nummer 1 gesetzte Steirer. Thomas Muster, wie anstrengend war denn diese Erstrundenparty? Ich muss ehrlich sagen, es war nicht einfach. Ich habe versucht, heute mein bestes Tennis zu spielen. Ich habe versucht, ein bisschen an der Grundlinie zu halten, was mir auch eigentlich ganz gut gelungen ist. Jetzt geht es natürlich morgen noch weiter. Morgen ist das Doppel. Das Doppel morgen mit deinem Doppelpartner Alexander Antonitsch. Und der hat diese Partie von Thomas Muster beobachtet. Mit welchen Emotionen gehen Sie denn morgen in dieses Doppel hinein? Naja gut, wie der Dom, schon gesagt hat, also. Na, wie der Dom schon gesagt hat, also es wird natürlich nicht einfach morgen, das ist klar, die Spanier sind gut drauf, der Ferrer hat heuer schon in Sampras geschlagen, den Agassek geschlagen und das wird nicht einfach, also die haben ein super Percentage gehabt im ersten Aufschlag. Und ich glaube, wir müssen es ein bisschen an der, down the line halten. Wir müssen schauen, dass wir auf die Doppel aufkommen, dass wir anschreiben und dann wird das natürlich. Und dann denke ich schon, dass wir gute Partie brauchen werden. Also morgen werden wir sicher gleich einmal. Also morgen müssen wir die Partie auf alle Fälle gewinnen. Und wir übertragen diese Partie morgen um 13 Uhr in FS1. Seien Sie live dabei. Und ich war live dabei. Ich habe mir. Ja, ich war. Und ich war immer live dabei. Für mich war klar, der Weg ist geebnet. Also ich wäre entweder Tennisprofi Nummer 1 im ATP-Ranking oder Formel 1 Weltmeister. Tendenziell, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bin ich eher ein bisschen im Motorsport abgedriftet, weil ich habe gesehen, die Tennisspieler sind immer ein bisschen am Sound. Nein, die Formel, das hat mir schon gefallen. Ne? Der Niki hat immer schon aus dem Flugzeug rausgewunken, ne? Und der Gerhard hat immer auf der Yacht mit ein, zwei netten Mädels Champagner und macht, na, das schmeckert mir schon. Hab dann auch meine Rennkarriere gestartet. Ich bin ja wirklich Autorennen gefahren, also 2 Rennen bin ich gefahren, das erste und das letzte.
Ja, und zwar 1982 am 24.12. war es Qualifying für die Formel 1-Karriere und zwar am Heiligen Abend. Und Sie müssen sich vorstellen, die Heiligen Abende bei uns, die waren immer sehr, sehr feierlich, sehr, sehr festlich. Nicht, dass die ganze Blasen zusammenkommen, der Opa, Oma, Tante, Onkel, Cousin, Cousinen, Papa, Mama sowieso. Und wir haben die Feste nicht gefeiert, wie sie gefallen sind, sondern wir sind gefallen, waren Festeln. Nicht, also das... Ja, weil, klar, nicht nach der Bescherung, da sind wir alle knietief in Geschenkpapier gestanden, nicht? Die Tante Mietze hat sich mir gefalten fürs nächste Jahr, nicht? Das tun wir nicht urassen, hat sie mir gesagt. Nicht? Und mein Geschenk war das erste Rennauto, was ich gekriegt habe, ein Cat Car. Das war eine Symbiose aus Kraft und Eleganz. Ein rotes Rennauto, Gitterrohrrahmen, freistehende Rahlen, Kettenantrieb, ein Handanker, eine Startnummer, Plastiklenkradl. Bei der Aufpreisliste haben sie ein bisschen gespart, die Eltern, nicht? Da haben sie nicht alles angereizt, aber waren sie ein bisschen spät geankert, nicht? Das einzige Extra, was ich gehabt habe, das war so ein roter Hupenknopf, so ein Ziehharmoniker, nicht? Das war so ein Airbag, kann man sagen, war früher. Nicht? Das war so ein, eigentlich war es ein Acoustic Crash Response System. Also du hast, wenn es gegangen ist, bäb, hat die Mama gewusst, ich bin irgendwo reingeduscht, dann bin ich mit dem Kopf im Lenkrad gegangen. Und dieses Cat Car am Limit zu bewegen, müssen Sie sich vorstellen, das war ja, also wenn du ein Cat Car fahren hast, gehen, bist du heute Stuntman oder Formel 1 Worldmaster, also was anderes, oder Rallye-Champion, das gibt's gar nicht. Ne? Und dann war es also so, die Geschenke waren verteilt, nicht? Und der Papa hat gleich in Schlumpe aufgerissen und dann ist gleich über die Glaseln, hol oder roh, stille Nacht, heilige Nacht, super lustig, ich bin gestanden mit dem Sandkist-Backel. Ne? Sage ich, Freunde, hey, ich bin's, der Worldmaster, was ich will, auch Champagner spritzen, nicht? Dann geht du, spiel dich mit dem Auto. Dann haben wir gedacht, na gut, dann spielen wir uns mit dem Auto. Und bin rückwärts unter die Nordmann-Tanne reingefahren. Und hab mir im Dickicht, hab ich mir gedacht, na, was haben die da aufgehängt? Und hab gesehen, dass an lauter so bunte Staniolflascheln gehängt, mit Schoko drinnen, aber in der Schoko waren 0,25 Obstler. Und auf dem Baum sind locker gehängt 30 bis 40 so Flascheln. Nachher keins mehr. Und... Man kann es jetzt schönreden, aber mit 10 Jahren ist das zu viel. Also das spürt man schon ordentlich. Ne? Die war dann noch ziemlich hergerichtet und war dann auch vielleicht ein bisschen hormonell übermotiviert. Und haben wir gedacht, ich baue mir jetzt einmal eine Bremsanlage fürs Cat Car, ne? Dass ich am letzten Drucker zur Ecken hinfahren kann und dann erst so spät wie möglich den Anker werfen, ne? Weil da, du gewinnst ja ein Rennen immer nur auf der Bremsen, nicht am Gas. Und dann haben wir gedacht, so, in der Mama, im Ersatzteillager namens Küche, habe ich mir aus dem Werkskastel eine Teflonpfanne genommen und mit der Flex vom Opa die Böden ausgeschnitten, weil ich mir einen Teflon-Bremsschein bauen wollte. Also, bremst hat es nicht, nicht, weil beim Punktschwassen war ich noch ein bisschen unerfahren, aber ich habe es mit dem Rex-Gummi auf, aber das war eher für die Optik, also bremst hat das Auto nicht wirklich besser. Die Mama war nicht so happy mit der Aktion, nicht, weil die wollte dann den Karpfen ins Pfandl haben, der ist auf die Fliesen durchgeflogen. Nicht, und da hat sie ja schon ein bisschen die Ski verrissen, nicht, also diese Teflonpfannen waren auch nicht ganz günstig. Nicht? Geh sofort auf dein Zimmer! Die hat so geschrien, dass der Nachbarbub auch gleich aufs Zimmer gegangen ist. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann geh halt auf mein Zimmer. Ist mir wurscht, ich war ja auch gesoffen, nicht? Mir war alles wurscht. Hab aber sicherheitshalber mein Cat Car mit aufgezahlt, in Halbstock, und hab's oben schön drapiert, hab's in Pole Position hingestellt und haben mir gedacht, jetzt fahre ich mal eine Qualifying-Runde, dass mit den Uhren scheiben, das wissen. Ich komme mit Pole-Position-Zeit in die Arena, ins Motodrom, wo alle gesessen sind. Nicht? Und haben halt in Erdäpfelsalat reingeschoben, weil Fisch hat es keinen mehr gegeben. Und bin von diesem Halbstock runter, habe ich mir eine Startrampe gebaut, aus dem Lattenrost von Mama und Papas Schlafzimmer. Wenn man so zwei so Holzbretteln hinkriegt, dass ich runterstiche auf die Parabolika. Eine 90 Grad rechts Mutpassage, muss man sagen. Geht am Rutscher, Vollgas, aber du musst halt wirklich zusammenzwicken und ein bisschen quer reinfahren. Dann die lange Gerade, ein gefliester Gang, also wirklich schwierig, kein Grip, aufpassen. Und dann Einfahrt Motodrom, wo die Tifosi in völliger Euphorie gesessen sind. Ja, und ich schon erwartet habe, und ich habe schon gewusst, na, da werden sie jetzt schauen. Die werden schreien, bravo, Campione del Mondo, forza, forza, bravo, bravo, da capo, Campione. Nicht? Und der Champagner wird spritzen und Lorbeerblätter werden fliegen und ich werde drinnen nicht und rauscht da oben. Und haben wir aus dem Werkskugelkastel noch vorher so einen Teflonhelm mitgenommen, so ein Reindl. Und wie ich auf die Parabolika zustich, habe ich mir gedacht, weil in dem Reindl ist es auf einmal laut geworden. Ja? Und das ist immer ein bisschen ein Indikator, dass du einen Geschwindigkeitsüberschuss hast, wenn es im Helm auf einmal laut wird. Und dann rauscht er da rein, haben wir doch durch einen provozierten Lastwechsel, es geht sich sicher irgendwie aus, habe ich das Cat Car quergestellt durch und dann auf der langen Geraden am gefliesten Gang, wo kein Grip ist, haben wir doch Trottel, jetzt bin ich am Limit. Ich bin am Limit, weil die Raffen haben gewitscht. Nur, das Quietschen ist von meinem Meerschweinderl gekommen. Ja? Das ist,
Da haben die Streckenposten nicht geschaut, ist ohne Schauen über die Stadt Zürich. Das habe ich am Topspeed nicht mehr da bremst. Ich hab's mit dem rechten Vorderaffen, boff, ist gegangen. Und dann hat sich das Kettka auf einmal so aufgestellt. Und ich bin, dann bist du Passagier. Dann kannst du, also dann ist es vorbei. Also bremsen geht dann nicht mehr. Ne? Und dann fliege ich da rein und krieg, das dürfte eine Unterluft auch gehabt haben. Weil ich habe dann aerodynamisch überhaupt keinen Anpressdruck mehr gehabt und fliege und segel. Und die Diffuse haben geschrien. Die waren herrlich. Der Papa hat mir Zeit, wieder mit Segeln in Sicht. Ne? Der Opa hat aufgeräumt, die Mama hat die Hände zusammengeschlagen. Und ich segel da rein und denke mir, jetzt werden wir dann langsam einen Landeplatz brauchen. Nur unser Motodrom, das war so überschaubar. Also ich mir dachte, naja, wo landen wir? Und wie ich die Auswahl der Landeplätze gesehen habe, war mir relativ schnell klar, das wird kein Parkschaden. Also ein Kratzerl nicht, das wird eher totaler, da werden wir die Casco brauchen. Wo schlagen wir ein? Im Salzwasser-Aquarium oder in der hölzernen Hausbar? Jetzt ist aber das Salzwasser-Aquarium auf der Hausbar draufgestanden. Also ein programmierter Double Impact, nicht, wo du schon einstellen kannst drauf. Und wie wir es halt gelernt haben in der Rennfahrerschule, Hände vom Lenkrad, Unfall abwarten und dann anschnallen und aussteigen. Ich schwöre, da hat es einen Clasher gemacht. Ich bin dort eindetoniert in das Aquarium, wie eine V2 in die Tuchern. Da hat, ich glaube nicht, hätte der Heinz Brüller den Unfall im ORF kommentieren müssen, der hätte den Unfall nieder kommentiert. Hui, 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 hui. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ein fürchterlicher Unfall. Ende der Stadt Ziel. Wo sind die Streckenposten? Na, die waren gleich da. Die Streckenposten waren gleich da. Nicht? Der Opa und der Papa sind gleich aufgesprungen. Nicht? Links ein Fotzen, rechts ein Fotzen. Ich im Wrack drin gesessen, eingeklemmt natürlich, wascheln aus. Angeschifft habe ich mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Nicht? Aber in dem Wrack drin gesessen. Nicht? Die Mama ist gleich gerannt um einen schwarzen Nickelpullover, weil das Meerschwein hat den Unfall nicht überlebt. Nicht? Ich habe noch Nickelpullover getragen damals. Nicht? Meine Idol hat noch Nickelpullover getragen, nicht? War mir ganz klar, nachdem das Kleidungsstück auch benannt ist, hat er noch Nicke getragen. Nicht? Der hat sogar Nicke-Kappen gehabt. Nicke-Kappel, wollte ich immer haben, ein Nicke-Kappel. Habe ich gesagt, Oma, schau her, der hat Nicke-Kappel im Fernsehen. Ich will eins, da tust du mir einstecken. Marmelade, hat es mir wieder eingeschrieben. Marmelade, sage ich, Oma. Nicht Marmelade, Marmelade. Tut mir leid, nicht tut mir leid, Marmelade. Deswegen haben wir das Reindl aufgesetzt. Nicht? Das war... Na, über die Weihnachten wird heute noch gesprochen. Man wird zusammensitzen, da kannst du dich erinnern, 82, wie der Bub ins Aquarium geflogen ist. Nicht? Das war, ja, aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, das ist für Sie jetzt wahrscheinlich Neuland, weil Sie denken, der kann ja nie. Oh ja, das war Kindheit am Limit. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein 10-jähriger Bub heute mit einem Catcar durchs Wohnzimmer fliegt und im Aquarium einschlägt. Das war, aber wir waren out of control damals. Wir waren ja unguided missiles. Also das ist ja... Heute dürfen die Kinder ja auch nicht mehr so viel wie früher. Nicht? Heute, das ist ja auch ein bisschen eine Glassturzkindheit. Nicht? Das ist ja, die Kinder wachsen ja alle wohlbehütet auf. Nicht? Da tun ja die Muttis zu Hause schon beim Couchtisch, tun so Gummischützer, haben Sie das schon mal gesehen? Dass er sich nicht wehtut, der Kleine. Der Papa, wenn man einen Klostisch gehabt, der war Kanten. Ja? Wenn du ein bisschen vorbeigerannt bist, zack, platsch, dann ist es gleich aber dann muss er aufpassen, der Burle. Nicht? Muss er... Und ich war permanent verletzt. Ich habe alle Gipser vom Landeskrankenhaus Mödling, habe ich meinen Vornamen kennt. Ich bin monatelang mit den weißen Astelnummern umgerannt, weil dauernd wirklich wie der Robocop bin ich dahergekommen. Ich bin aufgeräumt, oben geflogen. Dauernd war irgendwas hin. Nicht? Das ist heute undenkbar. Wir haben nichts gehabt, muss ich auch sagen. Wir haben nichts gehabt. Es gab kein WhatsApp, kein Snapchat, kein Instagram. Mein WhatsApp hat geheißen Wald. Wald. Und da war ich 10 Stunden jeden Tag. Da hat die Mama in den großen Ferien die Tier um 8 in der Früh aufgemacht und gesagt, wenn es finster ist, bist du daheim. Geh mal jetzt schon. Aus in die Luft. Die hat sich Sorgen gemacht, wenn ich zu früh heimgekommen bin. Ja. Und wir waren tagelang in dem Wald. Wir haben Lager gebaut, Lianen geraucht, Sprungschanzen, den Grubermartin am Matterpfahl tagelang stehen lassen. Ja. Den haben sie nicht gesucht. Der war nicht beliebt daheim. Den haben sie... Da hat die Gendarmerie angeleitet. Der Martin Gruber, sage ich, da hinten steht er eh. Danke. Ja. Das war eine tolle Zeit, ne? Das war herrlich. Ne? Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wissen Sie, wo mir das aufgefallen ist, dass Kinder heute komplett anders aufwachsen als wir? Beim Skiurlaub, bei unserem letzten Skiurlaub, da haben wir gedacht, das gibt es doch nicht, wie das alles sich verändert. Da werden kleine Kinder, 5-jährige Buben, im Kinderschulskikurs mit Gore-Tex-Overalls ausgestattet, mit einer Funktionsunterwäsche. Hallo? Ich habe nicht einmal gewusst, dass es so Unterwäsche ohne Funktion gibt. Was kann die?
Nein, der Goretex, aber dass er atmungsaktiv ist. Atmung. Wissen Sie, was ich auch gehabt habe im 78er Jahr? Am Plastikfetzen. Da war nichts atmungsaktiv. Wenn du um 8 in der Früh einen Schaß einlassen hast, ja, und du hast da den Overall um 4 am Nachmittag wieder ausgezogen, dann ist er dir völlig intakt entgegengekommen. Der war. Der war den ganzen Tag da drin. Der hat gewartet. Deswegen durften wir auch keine Helme tragen, nicht? Wir haben Hauben aufgehabt, keinen Helm, nicht? So eine Haube mit so einer riesen Kugel oben drauf habe ich aufgehabt, nicht? Die war auch viel sicherer als ein Helm, hat der Opa gesagt. Ein Helm sitzt da auf der Bube, der Helm ist unsicher, hat er ausprobiert, nicht? Der hat den Helm und die Haube vom Hausdachel runtergehauen, der Helm war hin, nicht? Oder habe ich einen Helm gekriegt, nicht? Ja, damals hat kein Mensch einen Helm getragen. Nicht? Heute fahren alle mit Helmen. Das ist eigentlich Standard. Helm. Skihelm. Standard. Damals nichts. Da war Helm nichts. Also klar, es gab Helmträger, keine Frage. Nicht? Aber die haben andere Namen gehabt. Die sind auf angesperrte Pisten gefahren. Nicht? Die haben geheißen Harti Weirater, Peter Wirnsberger, Erwin Resch, Jimmy Steiner, Franz Klammer. Ein bisschen später dann der Michi Dorfmeister. Und, und der Hermann Mayer. Nicht? Der Herminator, der hat auch einen Helm getragen. Können Sie sich erinnern? Das war super. 2014, Olympische Winterspiele in Sochi, wie der Hermann Mayer nicht hingereist ist. Da war ein Riesenaufruhr in Österreich. Was? Wieso fährt der nicht hin? Das ist ein Olympiasieger, der muss ja nach Sochi. Er hat gesagt, nein, da bleibe ich daheim. Ich muss ehrlich sagen, die Leute, die haben da auch ein wenig falsche Erwartungen von mir. Die wissen auch nicht, was ich dort tun soll. Ich weiß alles, was ich machen muss beim Skifahren. Wenn ich wegfahre, habe ich Sochi, wenn ich stehen bleibe, habe ich Sochi. Und dann müssen die Kinder, das habe ich auch gesehen, dann müssen sie auf der Märchenwiese, ja, müssen sie mit so einem Tellerlift, fahren sie hinauf, ja, Tellerlift, und dann werden sie hingestellt auf den Hang. Und dann müssen sie durch so Mickey-Maus-Figuren und so Donalds müssen sie durch Pizzaschnitte, schreit die Mutti von der Seite, Pizzaschnitte, bitte, ich muss eine Pizzaschnitte machen. Mein Papa hat mich hingestellt in Bad Kleinkirchheim auf der K70. Kennst du die K70? Das ist eine schwarze in Kirchheim. Wirklich, da stehen die Prädeln so über den Hang drüber. So. Ich bin da oben gestanden mit 5 Jahren. Ja, das ist so steil. Der Papa, ja, und wird sehr flach erst. Hoppa. Da war keine Ranzerei. Meinen ersten Ski-Overall habe ich bekommen mit 5 Jahren. Ja, da haben die Ärmel da aufgehört. Meinen zweiten habe ich gekriegt mit 9, da haben die Ärmel aber schon da aufgehört. Ja, aber da bin ich 3 Jahre gefahren mit den nockerten Händen. Aber da war keine Ranzerei, kein Gewängeln, ich habe so kalte Hände. Da, was kalte Hände hast, dann stell dich da in die Ecken. Da hast du einen rechten Winkel, da hat es 90 Grad. Der war. Und im Sommer ist das Gleiche. Im Sommer, ich weiß nicht, haben Sie ein bisschen Gelegenheit gehabt, im Sommer mal auf einen städtischen Spielplatz zu schauen, was da, das, Wahnsinn, das ist ein Soziotop des Irrsinns. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie da ein kleines Kind ein bisschen Sand in den Mund steckt, da haut es der fürsorglichen Mama vor Schreck die Prosecco-Dosen aus der Hand. Ha, Jeremy Pascal, nein, spuck den Sand aus, bitte. Bist du lieb? Spuckst du bitte den, sonst geht die Mutti nach Hause. Dann geht die Mutti Papa, die Mutti geht Papa. Dann geht die Mutti Papa, dann geht Papa. Ich weiß nicht, also, ein Kind muss ein bisschen an Sand essen, damit der Körper das eigene Immunsystem überhaupt erst einmal aktivieren kann. Wenn ein Kleinkind nie ein Dreck ist, dann weiß ja das körpereigene Abwehrsystem nicht, was ist gut, was ist schlecht. Und da kommen dann die ganzen Unverträglichkeiten raus. Dann wird er dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Allergiker. Und arbeitet vielleicht als Erwachsener an einer Bank. Hinterm Schalter. Als Allergiker. Da kannst du die Bank mit einem Liter Milch und einem Sack Erdnuss überfallen.
Wir haben die Sandkisten leer gefressen. Das hat, wirklich, die Mama hat mich schon in die Schotergrube geführt, dass ich länger brauche. Weil sie der Rollschotter schwerer geschluckt hat als der feinkörnige Sand. Das war wurscht. Das war ein Traum. Da am liebsten war ich in Jesolo. Das war das Schönste. Zwei Wochen Jesolo, ersten zwei Juliwochen. Da war Sound ohne Ende. Zum Frühstück hat es immer gegeben, ein Nutella-Stritzel. Zum Nachtmahl hat es gegeben, Spaghetti oder Pizza. Aber untertags Sand ohne Ende. Ich habe Sandburgen in mich reingestopft. Das war völlig ohne Aufsicht. Und es war wurscht, weil du hast das wieder ausgekackt. Ne? Du hast ja... Naja, klar, warum? Weil wir natürlich als Begleitung dazu kübelweise Adria-Wasser getrunken haben, aus dem Meer rausgeschafft. Na, und so ein Kiwi Meerwasser, der rammt die schon aus. Auch, ne? Also das war, da waren die Darmzoden gleich Sand gestreut auch. Also dieser, ja, so, na klar, das war wichtig, dass du einen leeren Darm gehabt hast für die anschließend folgende Koloskopie. Ja, naja, klar, es gab ja Koloskopien am Strand. Wir haben ja, Sie müssen sich vorstellen, es gab ja keine, nicht heute kannst du ein Kind ruhig stehen im Urlaub, wenn es die busseriert, mit so fad, dann druckst du einmal ein iPhone in die Hand oder ein Tablet und spielst zwei Wochen. Nicht. Aber damals, nicht, der Papa, ja, dann spielt es halt was. Nicht. Wir waren immer so eine Schar an Buben, nicht. Da waren viele Familien im Konglomerat, waren immer mit und wir waren immer Buben. Und da musste unsere Fantasie musste uns leiten, dass wir irgendwas spielen. Und wir haben sich gedacht, okay, gut, spielen wir was, wir sind Gastroenterologen. Und haben halt eine interne aufgebaut am Strand. Nicht? So eine Abteilung, also ein paar Liegestühle haben wir interne gebaut. Und haben sie doch der Gruber Martin kommt in die Orde mit einem Reizdarm. Ja? Haben wir sie gedacht, nicht? Der Martin, wir brauchen einen Patienten. Und der war gleich, nein, wieso ich, bitte, wieso? Ich will auch Doktor sein. Sag ich, Martin, wir haben das Ärzteteam, es steht, wir brauchen einen Reizdarmpatienten. Ja. Nein, ich nicht, nein, ich aber nicht, sicher nicht. Sag ich, Martin, du kannst das aussuchen. Ausgreifen oder Reizdarm, was da lieber ist. Nicht? Ja, und dann hat er kurz nachgedacht, hat sich gedacht, naja, da zwickt es ihm schon, nicht, dass er da oder ein bisschen Schmerzen hat. Sag ich, passt. Na gut, was hätte er machen sollen? Wir waren drei Fachärzte, war Kassenpatient. Na, und zwei Kollegen haben ihn gehalten auf der Pritschen. Und ich war diensthabender Oberarzt. Nicht, also ich hab die Koloskopie durchgeführt. Da haben wir so Strohhalme ineinander gesteckt, nicht, bis wir so einen Schlauch gehabt haben, haben wir Strohhalme ineinander. Und das habe ich einmal reingefadelt hinten in den Auspuff. Nicht, und da haben wir... Und da habe ich dann mit so einer Taschenlampe vom Weltsporttag gekriegt, da habe ich hinter reingeleicht. Na, no, sage ich, passt, Herr Gruber, nicht? Polypen sind in Ordnung, sind gutartig, kein Problem. Nicht? Die waren auch gutartig, der Bub war gesund, keine Frage. Nicht? Die Frau Gruber war bösartig, muss ich sagen. Also die Mama von ihm, die hat das nicht so lustig gefunden wie wir. Nicht? Gut, sie hat im Schreien auch gehört, muss man sagen. Nicht? Das war, wir haben ihn nicht richtig sediert. Wollten wir eh, nicht nur wie wir geschaut haben, wo der Anästhesist ist, haben wir geschaut, da steht gerade da rutschen, geh, machen wir es gleich so. Nicht? Aber, nicht, das kannst du heute auch nicht mehr bringen, die Nummer, keine Frage. Nicht? Aber damals war das eigentlich ja, eine Koloskopie. Nicht? Also es war, nicht, da haben wir schon Schimpf angekriegt, nicht von den Eltern. Das war dann, nicht, haben wir am Abend Strafe bekommen, haben wir kein Eis gekriegt. Nicht? Der Martin sowieso nicht, der hat Fieber gekriegt. Nicht, der, gut, ich glaube, dass die Strohhalme nicht ganz keimfrei waren. Also das war... Vielleicht auch medizinisch nicht ganz korrekt, aber nicht, das war trotzdem eine schöne Kindheit, ich möchte es nicht missen. Nicht, das war, wir haben, wissen Sie, wir haben einfach in unserer eigenen Fantasiewelt gelebt. Nicht? Außer der Martin, für den war es harte Realität. Aber und die Autofahrt nach Jesolo, wir sind zwei Tage oben gefahren. Der Papa hat vom Opa gekriegt einen Granada, so einen Kapuzinerarschbocken braunen, so wirklich seine Ausgeburt an Hässlichkeit, Metallisé mit einem Vinyltachel. Drinnen Ledersohlen, da bist du bei einer leichten Links, bist du einmal von einer Tür zur anderen gerutscht. Es gab ja keine Kindersitze, nicht heute, die Kinder sitzen in einem Sechspunktgurt, in einem Recaro-Schollensitz. Wenn du einen Helm aufsetzt, kann er 24 Stunden lang auffahren. Wir sind da hin und her geflogen. Und damals war das Thema Rauchen auch noch nicht so stigmatisiert wie heute. Der Papa hat eine Schachtel Zigaretten runtergerissen, bis wir in Davis waren. Nicht? Da hat es in den Granada geknebelt. Da hast du gewusst, stehst hinter einem rumänischen Transit-LKW oder bist in einem Skigebiet oder ist überhaupt alles hin. Nicht? Das war... Deswegen sind wir immer zwei Tage runtergefahren, weil wir nichts mehr gesehen haben, weil es kein Navi gegeben hat. Nicht? Das heißt, Navi hat es nicht gegeben, das Navi ist gesessen am Beifahrersitz, hat aber nicht geheißen Tom-Tom, sondern Mama. Nicht? Mit zwei Assistenten, Freitag und Bernd, haben die geheißen. Also, so ein Karten hat es gleich geschaut, nicht? Der Papa, nicht? Na, wo fahren wir? Wo fahren wir? Nein, ich weiß nicht, und wir sind schon oben Slowenien. Also, war schön, zwei Tage immer runtergebracht. Ich brauche halt heute auch noch keinen Navi, ich sage es wie es ist, wirklich, ich brauche halt keinen Navi. Ich halte ja ein bisschen die Familientradition hoch, ich fahre nach wie vor nach Jesolo mit meiner Familie. Nicht? Ich habe auch keinen Navi, das sitzt am Beifahrersitz, die Mama, sicher.
Also nicht meine Mutter, sondern meine Frau. Aber wenn ich es ärgern will, sage ich Mama. Das ist natürlich die Höchststrafe in einer Ehe, keine Frage. Also das ist, also wenn du zur eigenen Frau in einer Ehe mal Mama sagst, da bist du beim Sektor auch schon lang vorbei, glaube ich. Also das ist. Wobei, meine Frau ist da sehr schlagfertig, also der Blödreden spürt es nicht, gell? Die lässt sich nichts gefallen. Und wir streiten wirklich nie. Wir führen eine sehr harmonische Ehe, aber im Auto immer. Im Auto streiten wir immer. Ich weiß nicht, ein Auto, gell? Das ist ja. Nicht, da rennst du offene Tier nicht. Das ist. Ich weiß nicht warum. Und ich meine, ich würde jetzt auch kein Klischee bedienen. Die Ford exzellent Auto, wirklich, die Ford perfekt. Also perfekt. Der Ayrton Senna ist perfekt, die Ford halbwegs. Nicht? Also die. Ja, auf der Autobahn kann man gar nichts sagen, die Ford stundenlang gerade ohne Leitplankenkontakt. Da muss man zufrieden sein. Innerstädtisch haben wir Luft nach oben. Nicht? Also das wissen wir beide, das tue ich auch nicht oft thematisieren, aber manchmal. Da war es gescheiter, da gibt es Momente, wo es besser ist. Nicht? Aber das kann ich halt dann nicht. Da poppt es irgendwie aus mir raus. Und ich denke mir schon, während ich sage, denke ich mir schon, komm, halt doch die Pappe, aber ich kann nicht. Ich kann nicht, weil die packt ein, ich schwöre es Ihnen, die packt ein, RDD, RDN, DRD, RRR. Eine, vier, fuhren, nein, zurück, eine. Eine Viertelstunde, außer eine, dann steht die. So, jetzt bleibe ich aber stehen. Sag ich, bleib stehen, der Stickel zum Gehsteig, geh mal zu Fuß, Ake. Also, muss ich Ihnen noch kurz erzählen. Wir sind heuer das erste Mal nicht nach Jesolo gefahren, sondern nach Sardinien. Nicht? Wir haben sich gedacht, wir lassen fünf einmal gerade sein, fahren nach Sardinien auf Urlaub, also nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Auto, so gerade wollte man fünf auch nicht sein lassen. Und man kommt ja dann von Livorno nach Olbia. Nicht? Und beim Rückfahren, Olbia, Fähre, Livorno, und von Livorno fährst du halt dann heim. Und ich programmiere im Hafen von Livorno mein Navigationssystem, 922 Kilometer, 9 Stunden 13, geplante Ankunftszeit. Und ich spanne mir ein und blas auf, ein Langstreckenklassiker, nicht? Zum Bewältigen. Und haben wir gedacht, das erste planmäßige Boxenstopperl, das machen wir an der Mautstelle, kurz vor Österreich. Und diese Mautstellen sind ja sehr toll, das steht ja auf der Tafel drauf, Maut, toll, dass du weißt, hurra, einzahlen. Werden auch großzügig angekündigt, diese Mautstellen, über Überkopfwegweiser, diese grünen Tafeln in Italien, nicht? 1000 Meter, 500 Meter, Maut, 300 Meter, auch die Dame im Navi hat es schon überrissen, sie nähern sich einer Mautstelle. Und auch vom Vorwurf am Beifahrersitz kommt schon der erste Hinweis. Herzlich, bist du lieb, bremst du, da vorne ist eine Mautstelle, gell? Und da kriege ich wirklich, da kommen 4,5 Stunden, spürst das nicht. Da liegt sie daneben in ihrem Kipferl. Die spürst nicht. Aber vor der Mautstelle fährt die auf einmal mit. Herzlich, hast du gesehen, da vorne ist eine Mautstelle? Na, was hat's glaubt, dass ich mit 160 zum Schranken hier fahre? Ich sehe es ja. Ich habe keinen Sekundenschlaf. Ich meine, ich greife auch nicht in ihre Bereiche ein, oder? Sag ich daheim, du greif nichts auf, lässt den Nagellack nicht drucken, gell? Und das Auto verzögere ich ja nicht erst vorne bei der Mautstelle. Nein, das verzögere ich schon 500 Meter weiter vorne. Weil an dem Tag sind nicht wir die Einzigen, die von Italien nach Österreich wollen. Nein, da stehen an 500 andere Autos auch noch, an 8 geöffneten Kassen. Und an jeder dieser Kasse bildet sich eine Blechschlange nach hinten. Und ich suche mir irgendeine aus. Die vermeintlich kürzeste Schlange von allen. In meiner Welt. Na. Und das Auto steht noch nicht einmal. Ja, weil die Leute immer glauben, ich erfinde das, weißt du? Ich mein, die. Und das Auto steht noch nicht einmal, merke ich schon, wie von rechts, so eine ganz schlechte Energie, so ein nonverbales Tiefdruckgebiet. Weißt, da bildet sich wirklich. Und ich könnte nicht einmal umschauen. Wenn ich umschauen hätte, hätte mir der Blick die Netzhaut wegbrennen. Ja, weil die. Bringe das Auto also hinter der mir ausgewählten, am kürzest erscheinenden Blechschlange zum Stillstand.
die Spur nimmst? Ja. Wieso stößt du dort da, wo die meisten Autos sind? So halt. Aha. Aber die rechte Spur ist schneller, gell? Jo. Kann eh sein, wir haben sie ja nicht eilig, oder? Nein, eh nicht. Eilig haben wir es nicht. Kommen wir halt eine Stunde später heim. Ich hab geglaubt, ich hau heute noch eine Maschine rein. Machen wir es morgen. Gehst du heute gleich schlafen, Herzi? Gibt's kein Fernsehen, gell? Der Papi fährt ein bisschen länger heute. Kennst du den Herrn in dem schwarzen Audi? Nein. Der winkt da die ganze Zeit. Aber der meint sicher nicht mich. Oh ja. Da schon um, der dicke Rothaarige in dem schwarzen Audi, der winkt da. Das ist der Gruber, Martin. Bitte schau grad. Wieso? Der ist schon vorne bei der Kasse. Der Freund hat es gescheit gemacht. Das ist nicht mein Freund. Mich brauchst du nicht angehen, ich hab mich da nicht hingestellt, gell? Der ist eine halbe Stunde vor uns daheim. Der sieht den Glasnitzer da dort. Glasnitzer heißt der. Du hast mich ausbessern? Nein. Das hole ich eh wieder auf. Nein. Du nicht. Reden kannst wie der Niki Lauda, gell? Kannst fahren auch wie ein Weltmeister, hm? Und da war's aus. Weil ich meine, ich bin lang, wirklich, ich habe eine hohe Belastung. Aber da hat es mir so die Ketten rausgehauen. Der Schranken hinter mir, der war nicht einmal noch gescheit herunten. Ich hab den Sechser eingespannt. Volles Rohr. Ich denke mir, den hole ich mir. Den, wirklich, nur auf der Überholspur, Blinker, Schleichte, komm. Ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Wie lange braucht man bitte, bis man eine halbe Stunde Rückstand aufgeholt hat? Wo ist der? Wissen Sie, wo ich gesehen habe? Oben in der Section Control am Semmering. Da ist er vor mir gefahren. Der Gruber mit dem schwarzen Audi. Da ist er, mein Freund. Jetzt. Du Herzi, da ist 80, gell? Da ist 80. Sag einmal, spinnst du? Wir haben ein Kind im Auto. Mein Wurscht, denn das brauche ich jetzt. Was muss der denn da deppert beweisen? Nix, das geht dir nichts an. Das ist eine Geschichte zwischen mir und dem Gruber. Und den habe ich übernommen bei 154 in der 80er. Wirklich. Rechts Auto, links vorbei. Der muss, glaubt er, mehr ist ein Gebüsch. Ja, das war Wahnsinn, das war wirklich, also da ist so viel von mir angefallen, das, was sich alles aufgestaut hat über Jahre, über die Kindheit. Ich habe ihn gefressen. Und wie wir auf gleicher Höhe sind, schaut die um. Du Herzi, kann das sein, dass der Freund bei der Polizei arbeitet? Na wunderbar, nicht? Wir packen uns ein in der Pannenbucht, Martin Gruber im schwarzen Audi mit der Zwetschgen am Dachl drauf, alles draht sich. Hinten ist Mäusekino in der Heckscheibe drinnen. Ich lasse die Scheibe oben. Zip, ist er schon hinterher gekommen. Na, Freund der Blasmusik, was ist? Haben Sie ein bisschen eilig, ha? Eilig? Na, tut mir leid, ich hab. Vielleicht habe ich in Tempomaten schlecht eingestellt, aber hab ich. Hast du mich eh gleich gekannt an der Mautstelle, ha? Was ist? Können wir nicht mehr grüßen? Ich hab ihn ja nicht gekannt, ich schwöre. Ich hab ihn. Fröhlich hat er ihn erkannt.
Also ja, also nein, also natürlich jetzt, wo du das sagst. Klar, aber hörst Martin, gut schaust du aus, wirklich, muss ich sagen. Hast du ein bisschen abgenommen, kommt mir vor. Ha? Geht's dir besser, gell? Polypen, alles, sollen wir nachschauen? Was, sollen wir? Schauen wir nach, schauen wir. Ganz ein lustiger, ha? Das blöde Lachen, das wird da vergehen, das schwöre ich da. Was hast du da für eine Tätowierung am Unterarm? Was, diese chinesischen Schriftzeichen, was heißt denn das? Das? Das heißt, Rache ist süß. Aha. Und du bist sauer? Sauer? Steig einmal aus, ich werde dir sagen, wie sauer ich bin. Tut mir leid, Martin, habe ich keine Zeit. Ja, war sicher ein Affekt, ein Blöder, war ein Blödsinn, hätte ich mir sparen können. Nicht? War nicht in Ordnung, dass ich da... Ich glaube, ich bin aber ein bisschen über die Schuhe angefahren beim Flucht. Weil es war, ja, es war ein Hupfer links hinten, war, vielleicht war es ein Schildkrot, was weiß ich. Das war. Und natürlich, dann löst sich alles auf, nicht? Weil dann habe ich gleich gewusst, nicht? Das ist natürlich keine Fahnenflucht, sondern Fahrerflucht, Section Control, 74 schnell, nicht? Na klar, 67, eh logisch. Nicht? Aber das war ja nur das Tüpfelchen auf dem I. Das war ja nicht der Grund für meine Haft. Und ich meine, normalerweise, weil der Abend jetzt auch in die Zielgerade übergeht und ich möchte sie da auch nicht im Unklaren lassen. Weil sie waren halt sehr lieb zu mir und ich finde, sie haben die Wahrheit verdient. Ich möchte auch ein kleines Geständnis ablegen und meinem Gewissen erleichtern. Natürlich bin ich vor einem Hoftrichter gestanden und der Hoftrichter hat mir angeschaut und sagt, Herr Christian, wann sind Sie eigentlich draufgekommen, dass das mit diesen Stimmen so geht? Hm? Das war bei mir in einer Überraschung sei drin. Wie bitte? Ja, in einer Überraschung sei. Ich habe nämlich als Kind immer ein bisschen Pech gehabt, wissen Sie. Ich hab, in meiner Überraschung sei war immer dasselbe. Meine Freunde haben die tollsten Sachen gehabt, zum Zaunbauen, so Spielzeug und so. Und bei mir war immer nur eine gelbe Plastikkapsel drin. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt's ja nicht, ha? Der Herrgott dürfte mich vergessen haben. Ich habe nur Pech. Schiere Fiers, schiere Haar, gelbe Kapseln. Wie kann man denn nur Pech haben im Leben? Aber dann hat es einen Tag gegeben, da hat sich alles verändert, wirklich. Da haben sie die Weichen gestellt. Da bin ich nämlich in der Früh munter geworden und beim Aufwachen in der Früh habe ich mir schon gedacht, das war kein Tag wie alle anderen. Ich bin wirklich einmal da, was ist denn jetzt los? Das gibt es nicht. Plötzlich konnte ich sprechen wie andere Personen. Das war relativ einfach. Ich habe da überhaupt keine Mühe gehabt. Das war sogar so, dass ich mir gedacht habe, das ist sensationell. Das war eigentlich leibend, weil ich mir gedacht habe, nein, Alter, was ist denn jetzt los? Ich bin in dem Bett gehen, grundsätzlich nicht in der sicheren Spur der Grammatik, aber es war eigentlich wurscht, weil es ist alles gegangen, was ich wollte. Ich konnte reden wie ein deutscher Bundestrainer, sagen wir auch einer, der was beim FC Bayern gespielt hat, keine Frage. Ja. Wir reden können wie ein holländischer Fußballtrainer, war alles kein Problem. Ich konnte Lieder singen wie ein deutscher Interpret. Ich dachte mir, oh, was soll das? Ha! Ich dachte mir, oh, das war unglaublich. Natürlich nicht, aber das war eine Frage in der Wortepistel. Das war... Ja, es war eine Erfahrung, die weiß ich heute, die weiß ich nicht missen möchte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil der Bursche, der kann reden wie ein Skifahrer Hirzen, habe ich mir gedacht. Das war vom Feinsten. Und ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Und da war mir klar, hey, wow, der Herrgott hat mich gar nicht vergessen. Gar nicht. Im Gegenteil, der hat mir ein super Geschenk gemacht. Der hat mir nämlich das geschenkt, was wir heute so... Ja, so als Talent bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Talent ist, ich keine Ahnung, vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht. Aber wenn es eins ist, dann steht auf jeden Fall fest, dann ist es keine Option, dann ist es eine Verpflichtung. Weil der Talent ist nie eine Option, ein Talent ist immer eine Bestimmung. Es gibt nichts Traurigeres auf dem Planeten als ein vergeudetes Talent. Und der Herrgott hat sich wahrscheinlich bei mir gedacht, den gebe ich zwar Linke, der kann keinen Nagel gerade in die Wand hauen, aber ich gebe ihm was anderes. Ich gebe ihm was, womit er Menschen zum Lachen bringen kann. Und für nichts anderes bin ich da, um Menschen zu unterhalten. Und wenn man mal weiß, warum man überhaupt da ist, was seine eigentliche Bestimmung ist, dann ist das viel wert. Dann ist das viel wert. Weil eins können Sie mir glauben, es hat nicht nur Nachteile. Weil Sie kennen wahrscheinlich die Situation, wenn Sie mit Ihrer Lieben essen gehen möchten. Und meistens dort, wo es gute Essen gibt, kriegst du 3 Wochen keinen Tisch. Da geht es ja mir wie Ihnen. Da sitzen wir alle im gleichen Boot. Ich rufe da ran. Ja, schönen guten Abend, Christian, ich hätte gerne einen Tisch für 20 Uhr für 2 Personen. Nein, da sind wir ganz voll, gell? Da kann ich gar nichts, eine Stunde, wir sind eh gleich wieder weg. Nein, gar nicht, da sind wir 3 Wochen frühestens, kann ich, ein Tischerl, kann ich, jetzt kann ich gar nichts, gell? Danke, wiederhören, danke, wiederhören.
Na, dann warte eine Viertelstunde, ruf nochmal an. Schönen guten Abend, lauter, 20 Uhr, zwei Personen. Gerne, wollen Sie auf der Terrasse oder wollen Sie drinnen? Soll ich Ihnen... Na, ja, ja. Na, nix sollst haben davon. Aber das ist halt auch ein bisschen ein dünnes Superl, ne? Man kann sich ja da jetzt nicht rotzpippen und so und Rebell auf die Fahnen schreiben und dann tust du da so lauwarm Tischerl im Lokal reservieren. Das ist ja, ne? Das ist ein bisschen, das ist zu wenig, weil, ich meine, ich hab mir dann schon gedacht, da hab ich ein bisschen Blut geleckt. Denk mal, was geht denn da eigentlich noch alles rein? Was, suchen wir mal ein bisschen den Grenzbereich. Was fressen die Leute eigentlich alles? Was geht? Was glauben Sie eigentlich, warum der Andi Herzog nicht ÖFB-Teamchef geworden ist? Da gab es einen Anruf im ÖFB beim Herrn Windner. Leo, servus, grüß dich, das ist der Andi. Du, ich wollte nur sagen, ich habe mir da noch einmal Gedanken drüber gemacht, über das Teamchef-Thema. Ja, genau, wenn ich nachgedacht. Nein, du, das interessiert mich nicht. Nein, da geht es gar nicht ums Geld. Ich habe mir das einfach anders vorgestellt. Ich meine, die Nudeltruppen soll ich andere übernehmen. Ich habe andere Pläne, ja. Nein, außerdem, erst der Toni hat mich eh schon angerufen. Hat er gesagt, Herzl, hast du schon gehört, der Vater wird Teamchef. Sag ich, was, dein Vater wird Teamchef? Sagt er, nein, nicht mein Vater, der Franco. Sag ich, was für Franco? Franco Nero, Franco Polo, der Roberto Franco? Sagt er, der Vater Franco. Sag ich, wenn sie den Vater von Franco gefragt haben, dann lasst sie mich in Ruhe, nicht? Hab ich aufgeregt. Damit sie wissen, wie das gelaufen ist, nicht? Das ist ja, das weiß ja keiner. Aber das war auch noch, da hab ich mir gedacht, nein, das ist mir zu wenig. Weil, was glauben Sie, warum der Donald Trump auf die Idee gekommen ist, an der Grenze zu Mexiko eine 10 Meter hohe Mauer zu errichten. Das hat er ja gesagt, er baut eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, 10 Meter hoch. Und seit das irgendwie publik wurde, verkaufen sie in Mexiko 11 Meter hohe Latern ganz gut. Ne? Die haben mich bis ins Oval Office durchgestellt, das glaubst du ja nicht. Da kommst du durch. Hello, Christy, hello, Donald, this is the former governor from California. Donald, what I would like to tell you, I give you good advice, is a very important message. Listen, you are the elected president of the United States of America, and the Leute, was the quoted home, the home great expectations, you know. You must fulfill them. You made a lot of promises, okay? Du sagst, du baust eine Mauer on the grains to Mexico. Do it. Nimm da Beispiel an die Chinese people, die haben eine Mauer rund ums ganze Land. Die machen billions of dollars a year. With the tourism, with the economics, die haben die Amerikaner überholt, die übertaken, du musst den Zug übertaken. Du hast a brain in the head, think about my advice, Donald. Du hast ein Hirn da oben drin, du hast zwei Hirnhälften. A left and a right, ne? In the left there is nothing right and in the right there is nothing left. So, Donald, listen to me, think about it. Bau eine Mauer und die Leute werden die lieben bis zum Ende of days, you know? Yes, Arnold, I know what you mean. I know what you mean. I will build up that wall. I build up that wall. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, das grenzt an Dummheit. Ja. Aber das tut Mexiko auch. Und ob der Herr Lauder seine Fluglinie wirklich zurückkaufen wollte, überlasse ich heute Ihrer Fantasie. Dankeschön. Vielen Dank, danke vielmals, danke schön. Herzlichen Dank, danke Ihnen. Danke schön, danke vielmals, danke schön. Vielen Dank, danke Ihnen.
Herzlichen Dank. Abschließend vielleicht noch, es hat nicht alles gestimmt, was ich heute gesagt habe, gell? Also, nein, es waren schon wirkliche Wahrheiten dabei. Also, ich habe durchaus Autobiografisches einfließen lassen in dieses Programm. Also, die Nummer mit der Mautstelle, das war. Ne, genau so erlebt. Also, ich habe das nicht irgendwie ausgeschmückt. Also, das war genau so. Ne. Das mit dem Dodge Ram im Gemüsegarten hat nicht gestimmt. Nein, das war ein Hammer. Nein, ich wollte Ihnen da auch ein bisschen diesen doch sehr hinterfragungswürdigen Zeitgeist der Fake News ein bisschen vor Augen führen. Nicht? Wir leben in sehr spannenden Zeiten, um nicht zu sagen fordernden Zeiten, die uns ja wirklich einiges abverlangen. Und da gilt schon auch ein bisschen Wahrheiten konkret zu hinterfragen. Nicht? Weil Sie werden es wahrscheinlich auch kennen, nicht? Wenn Sie so Zeitungen durchblättern, man weiß ja nicht mehr. Nicht? Das ist ein Faktencheck belegte Tatsache, ist so ein bisschen Fake News, nicht? Wollen die Leute uns informieren, wollen sie uns manipulieren, man weiß es nicht. Jedenfalls müssen wir unseren Verstand dahingehend schärfen, dass wir wirklich genau überprüfen, stimmt es oder stimmt es nicht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich möchte jetzt aber gar nicht zwischen Qualitätsjournalismus und Boulevard da irgendwelche Differenzierungen aufstellen, weil ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Aber ich weiß nicht, beschleicht sie nicht auch manchmal der Gedanke wie mich, weil manchmal sitze ich beim Frühstück, trinke meinen Espresso und bladle in der Tageszeitung durch. Und dann kommt mir meistens so der Gedanke, macht eigentlich irgendwann einmal wieder wer das Kastel zu, wo die alle angerannt sind? Was da drinnen steht, oder? Wie diese Medien mit unserer Angst spielen. Bei einem Gewitter kann ihnen im Auto nichts passieren. Meine Cousine ist schwanger geworden. Und diese Blödheiten, wissen Sie, das, schauen Sie mal, auf einer Fertigsuppenpackung, die schreiben hinten drauf, der Inhalt der Packung ergibt 4 Teller. Na, reißen Sie mal ein Packel auf, da ist ein Pulver, da ist kein einziger Teller drin. Ich habe 20 Packeln aufgerissen. Immer diese Meldungen, diese Angstmeldungen, ja, der in der ZIP24 ist ja gestanden, nicht? Die Wölfe werden in Österreich wieder heimisch. Der Wolf ist zurück. In Allensteig hat ein Rudel Wölfe 3 Schafe gerissen. Ja, Alter, es ist ein Wolf, was soll er machen? Spargel ernten? Ja. Und das waren dann für mich so ein bisschen so Initialzündungen, wo ich mir gedacht habe, nein, da mache ich nicht mehr mit, da fahren wir aus der Spur raus. Und ich möchte Sie heute gern, bevor wir uns heute trennen, ich möchte Sie gerne ein bisschen zum Ungehorsam anstiften. Ja? Fahren Sie ein bisschen raus aus der Spur. Tun Sie nicht immer alles glauben. Tun Sie nicht immer Ja sagen. Machen Sie das nicht. Es ist viel lustiger, wenn man ein bisschen gegen Strom schwimmt. Weil eins kann ich Ihnen mit Sicherheit versprechen. Aus der Nummer kommt eh keiner lebend raus. An irgendeinem Tag müssen wir alle sterben. Aber an alle anderen nicht. Und ich habe mir fix vorgenommen, meinen nächsten Geburtstag feiere ich wieder wie ein Baby. Nackt und schreiend. Weil diese chinesische Weisheit, die im Glückskeks steht, lebe jeden Tag, als wäre es der letzte. Oder Carpe Diem, wie der Grieche sagt. Das hat schon was. Das hat schon was. Weil sie wissen nämlich nicht, wann der letzte Tag ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist er morgen. Oder in 30 Jahren. Oder in 2 Wochen. Oder in 4 Monaten. Ich will es auch gar nicht wissen. Einen Tag vorher war schön. Dann könnte ich noch ein bisschen korrigierend eingreifen. Nicht? Könnte noch die Inschrift am Grabstein selber mitentscheiden. Wäre wichtig, nicht so. Weiß ich nicht. Schaut nicht so blöd, da alle beim Strand liegen. Ich habe neulich ein Schreiben bekommen von der PVA. Da haben sie mir eine geschrieben, dass ich mit Erreichen meines gesetzlichen Pensionsantrittsalters eine monatliche Pension von 1030 Euro zu erwarten habe. Na, wissen Sie, was mein erster Impuls war? Ich werde mehr rauchen und saufen, weil sonst erlebe ich das vielleicht noch. Und deswegen appelliere ich an die Rotzpippen in Ihnen. Ja? Machen Sie eine einfache Gaude. Es geht eh um nichts. Außer ums Leben. Und wir haben ja nur das. Also machen wir es uns lustig, oder? Ist doch viel, viel entspannter. Und es sind so Momente, die mich dann immer beschleichen, wo ich mir denke, was haben die Leute eigentlich? Warum sind die so arg drauf? Warum sind sie denn eigentlich so lustig irgendwie? Das ist, es gibt so lustige Sachen und irgendwie, ja, wir tun dann immer so ein bisschen zusammenzwicken und naja, ich weiß nicht und so. Na, machen Sie alles, was Spaß macht. Geben Sie 100%. Tun Sie die gute Weinflasche nicht auf für einen Feiertag. Saufen Sie es. Wirklich. Das ist ganz wichtig. Ja.
Und falls sie doch irgendwann einmal wieder das Gefühl beschleichen sollte, na, das ist alles Arsch. Vergessen Sie bitte nie, es gibt Männer, die haben den Namen der Ex-Frau tätowiert. So schlecht haben sie es nicht erwischt. Geben Sie immer 100%. Ja? Außer beim Blutspenden, da war es deppert. Nicht? Also. In diesem Sinne möchte ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre höfliche Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute den Abend mit mir verbracht haben, dass Sie mir das Wertvollste geschenkt haben, was man anderen Menschen geben kann, nämlich Zeit. Und ich hoffe, Sie haben eine Gaudi gehabt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Mir hat es Spaß gemacht, für Sie heute das Programm zu spielen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielleicht fahren Sie über die Gehsteige, wie auf der Straße passiert so viel. Dankeschön. Danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. 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 Danke Ihnen, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Danke, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, Dankeschön.